Lebender, wir sind gut darin, tote Juden zu gedenken, während die Lebenden hier bei uns und in Israel immer wieder um ihr Existenzrecht kämpfen müssen und auch oft in Frage gestellt werden. Und in diesem Sinn wollen wir die Namen der Opfer der Shoah gedenken und natürlich genauso auch sagen, dass wir nicht aufhören werden, unsere Stimme gegen Antisemitismus und Judenhass zu erheben. Vielen Dank. Ich möchte auch ein paar Worte sagen zur Bedeutung des Namenslesens. Wir lesen heute die Namen der Juden und Jüdinnen, die aus Deutschland deportiert wurden. Man machte aus ihnen eine Nummer und nahm ihnen jede Würde. Eine Nummer hat kein Gesicht, keine Geschichte und über eine Nummer kann man auch nicht trauern. In einem Brief, der in Yad Vashem, der internationalen Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem, aufbewahrt wird, heißt es: Ich wünsche mir, dass sich jemand daran erinnert, dass es einmal einen Menschen namens David Jagger gab. Und es kommt aus Davids letzten Brief im Jahr 1941 aus Vilnius. Yad Vashem sammelt seit seiner Gründung die Namen und biografischen Daten aller Opfer der Shoah auf Gedenkblättern. Die Halle der Namen, wo sie verwahrt werden, soll ein Ersatz für die fehlenden Grabsteine sein. Bisher umfasst die Sammlung 4,8 Millionen Namen, 1,5 Millionen Opfer sind noch unbekannt. Von vielen Familien hat nur eine einzige Person überlebt, die dann alle Familienangehörigen in Gedenkblätter eingetragen hat. Doch was ist, wenn eine ganze Familie ausgelöscht wurde? Manche Gedenkblätter haben mehr Lücken als Eintragungen, weil die Nachbarn kaum mehr als den Vornamen von den jüdischen Nachbarn wussten, der eines Tages nicht mehr da war. Die Namen der Opfer am Yom HaShoah vorzulesen, hat in der jüdischen Kultur eine große Bedeutung. Es würdigt jeden Einzelnen als wertvollen Menschen mit einem individuellen Namen und einer unverwechselbaren Identität, der man sich bewusst erinnert. In Kooperation mit Yad Vashem führen wir deswegen diese Namenslesung bewusst hier auch vor der Vertretung des deutschen Volkes, vor dem Deutschen Bundestag vom Paul-Löbe-Haus durch. Es sind die Namen der Menschen, die eigentlich zu unserem Land gehört haben. Rabbi Israel Meir Lau, er ist ehemaliger Oberrabbiner Israels und heute ist er auch Präsident des Rates von Yad Vashem. Er sagte in einem Grußwort in der Gedenkveranstaltung, die wir am 8. April online durchgeführt haben: Unsere Pflicht für die kommenden Generationen ist, dass wir ihn nicht vergessen. In der jüdischen Tradition ist das Erinnern sogar ein Gebot. Das ist eine heilige Aufgabe, die ihr beim Marsch des Lebens übernommen habt. Deshalb ermutigen wir euch und schätzen eure Arbeit sehr. Ich möchte jetzt Petra Pau, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, bitten, mit dem Lesen der Namen zu beginnen. Und sie liest Namen von deportierten Jüden und Juden aus Berlin. Es ist mir eine Ehre, heute hier diese Namenslesung als erste eröffnen zu dürfen. Ich möchte aber auch mich bedanken, jetzt schon bei den Kolleginnen und Kollegen, die sich hier entsprechend beteiligen. Ich denke, das ist auch ein wichtiges Zeichen. Jutta Ahl, gestorben in Theresienstadt, sie wurde 82 Jahre alt. Martha Ahl, in Auschwitz gestorben, sie wurde 57 Jahre alt. Margot Aaron, in Auschwitz gestorben, 41 Jahre alt. Kurt Aaron, in Berlin gestorben, 24 Jahre wurde er. Else Abel, in Riga gestorben, 35 Jahre. Rosa Abel, im Ghetto Theresienstadt, 82 Jahre alt. Rosette Abel, im Ghetto Theresienstadt, sie wurde 67 Jahre alt. Rudi Abel, in Riga, mit 24 Jahren. Otto Abeles in Tröbitz, Luckau in der Niederlausitz, wurde 66 Jahre alt. Josef Abend in Auschwitz, wir wissen nicht, wie alt er geworden ist. Ivana Abend, an unbekannten Ort verstorben und wir wissen nicht, wie alt sie geworden ist. Ilse Abraham in Rasiku,
Estland gestorben. Wir wissen nicht, wie alt sie wurde. Horst Abraham in Auschwitz. Hertha Abraham an unbekannten Ort. Elli Abramowitz in Auschwitz. Emma Abramowitz in Auschwitz. Von ihnen allen wissen wir nicht, wie alt sie geworden sind. Tanna Belgrad in Riga mit 55 Jahren gestorben. Karl Belling in Ghetto Theresienstadt, 74 Jahre. Gabriel Belitzer in Auschwitz, 36 Jahre. Josef Theodor in Sobibor, 69 Jahre. Margarete Belitzer in Riga, 55 Jahre. Regina Belitzer in Chełmno, Polen, 67 Jahre. Frieda Schalinski in Auschwitz, Georg Schalinski in Minsk. Von beiden wissen wir nicht, wie alt sie wurden. Heinrich Scharnes in Auschwitz, Lazar Scharnes in Auschwitz, Rosa Sarah Scharnes in Auschwitz. Von ihnen wissen wir nicht, wie alt sie geworden sind. Heinz Drucker in Auschwitz, Salomon Drucker in Auschwitz, Berthe Dumstrei in Auschwitz, John Dunek in Auschwitz, Dorothea Dunek in Auschwitz, Erna Dunek in Auschwitz, Lina Goldschmidt in Treblinka. Auch von ihnen allen ist nicht überliefert, wie alt sie geworden sind. Otto Goldschmidt in Litzmannstadt mit 65 Jahren, Ruth Goldschmidt in Auschwitz, wir wissen nicht, wie alt sie wurde, Georg Goldschmidt in Riga, Rosa Goldstaub in Auschwitz, auch hier ist uns das Alter nicht bekannt. Sigmund Harburger in Auschwitz, 26 Jahre. Gisela Hase in Theresienstadt, wir wissen nicht, wie alt sie wurde. Tobias Hacke in Auschwitz, Heinz-Martin Hagelberg an einem unbekannten Ort in Osteuropa, Martin Hahn in Lodz, auch von ihnen allen wissen wir nicht, wie alt sie wurden. Lucy Handel in Auschwitz, 59 Jahre, Leopold Jakobonski in Theresienstadt, 72 Jahre, Erich Jakobius in Auschwitz, wir wissen nicht, wie alt er wurde, Erna Jakobius in Riga mit 51 Jahren, Joachim Jakobius in Auschwitz, auch hier wissen wir nicht, wie alt er wurde. Das sind die Namen der Berliner Deportierten, welche heute hier in unser Gedächtnis zurückgeholt werden. Danke. Es liest jetzt Jobst Bittner, Gründer der Marsch des Lebens, Bewegung mit weiteren Opfern aus Berlin. Wir erinnern uns und gedenken an Emil Oppenheim, Berlin-Biesdorf, deportiert und ermordet. Lisbeth Pfingst aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Richard Briel, Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Paul Hermann Oppenheim aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Erich Weinberg aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Benno Lüser, deportiert und ermordet, auch aus Berlin-Charlottenburg.
Meta Angelika Henning. Aus Berlin-Charlottenburg, auch deportiert und ermordet. Era Else Gottschalk. Aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Luzi Abraham. Auch aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Erich Heinrich Gustav Wolf. Auch aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Selma Flachs, deportiert und ermordet. Erich Rosenberg, aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Alice Wolf, aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Lina Dickstein, aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Max Jacobius, aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Stella Brauns, aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Erich Zander, aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Wir erinnern uns und gedenken an Werner Schwarzwald, deportiert und ermordet. An Alfred Nathan aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. An Fritz Wolfgang Blumenfeld aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Wir gedenken an Erna Goldmann aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Wir erinnern uns an Therese Alice Brauer aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. An Max Ries aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. An Käthe Groth aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. An Luzi Puhl, deportiert und ermordet. An Heinz Laskau aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Wir erinnern uns und gedenken an Herbert Würzburg aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. An Martha Gabriel Israel aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. An Hertha Margrethe Hete Helene Schwarzwald aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. An Erna Paula Kamnitzer aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. An Johannes Heinrich Werner Braun aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. An Walter Moses, Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Wir erinnern uns und gedenken an Hertha Krakauer aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. An Elli Zeimann aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. An Elisabeth Kahn aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. An Ernst Meyer aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. An Henry Thomann aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. An Fritz Jordan aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Wir erinnern uns und gedenken an Joachim Löwenthal aus Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. An Charlotte Nathan aus Berlin-Charlottenburg,
deportiert und ermordet. An Rolf George Markus aus Berlin, Charlottenburg, deportiert und ermordet. Ich darf jetzt Herrn Martin Patzelt nach vorne bitten. Er gedenkt der Opfer aus Frankfurt-Oder und dem Oder-Spreekreis. Ich wurde 1947 in Frankfurt-Oder geboren. Und der größte Teil der Menschen, der ermordet wurde, die hätte ich noch kennenlernen können. Ich erinnere an Clara Alexander, ermordet in Theresienstadt. An Rosa Ascher, ermordet in Lodz. An Anna Aufrecht, ermordet in Auschwitz. An Stefan Barber, ermordet in Bernburg. An Simon Baruch, ermordet in Shanghai. An Simon Baruch, an Adolf Baumwollspinner, an unbekannten Ort ermordet. An Elsa Becher, in Theresienstadt ermordet. Ich erinnere an Elsa Becher, an Julius Bergmann, in Jugoslawien ermordet. An Margarete Berlowitsch, an unbekannten Ort ermordet. An Flora Margarete Greta Berlowitsch, in Auschwitz ermordet. An Elisabeth Jacobi, in Auschwitz ermordet. An Isidor Bernhard, in Theresienstadt. An Dora Binger, in Warschau, im Ghetto. An Richard Blumenfeld, an unbekannten Ort ermordet. An Dora Böhm in Auschwitz ermordet und an Flora Borg in Theresienstadt. An Paul Borschwitz in Sachsenhausen, an Alfred und Doris Broh in Sachsenhausen und Theresienstadt. An Charlotte Bückel in Theresienstadt. An Charlotte Bückel im Warschauer Ghetto. An Paula Kaspari im Warschauer Ghetto. An Eugen Schawinski, an unbekannten Ort. An Sitta Kompart in Auschwitz ermordet. An Werner Czerninski in Auschwitz ermordet. An Leo Czerninski in Warschauer Ghetto und an Edith Czerninski auch im Warschauer Ghetto. Hella Czerninski an einem unbekannten Ort. Wir erinnern uns an Dina Eisenhardt in Theresienstadt ermordet. An Martin Eisenhardt in Auschwitz, an Rosa Eisenhardt in Theresienstadt, an Leopold Ephraim in Warschau im Ghetto und an Albert Abraham Fellert auch im Warschauer Ghetto. An Lothar Fellert in Auschwitz und sein Kind Lothar Fellert mit 6 Jahren in Auschwitz. An Kurt Fellert an unbekannten Ort. An Marie Mietze Friedländer im Warschauer Ghetto. An Bruno Friedländer im Warschauer Ghetto. An Beryl Gordon an unbekannten Ort. An Albert Emil Hermann Grödel in Lodz. Wir erinnern uns an Hermann Grüntal in Auschwitz ermordet. Richard Johann Gutstadt in Mauthausen in Österreich. Und an Ernst Hartfeld in Majdanek in Polen. An Malwina Hartmann in Theresienstadt, an Pauline Paula Jakob in Warschauer Ghetto, an Leo Heimann in Großrosen, an Lina Sarah Herzberg im Warschauer Ghetto, an Leo Levin in Shanghai, an Sarah Hedwig Herzberg in Shanghai, an Clara Holzheim in Auschwitz, an Ilbert Jakob in Auschwitz. Die Namen dieser Toten sind keine abschließende Liste aus Frankfurt-Oder. Wir haben mitten im Alphabet Halt gemacht, aus Zeitgründen hier. Aber es sind noch viele, viele mehr, um die wir trauern und deren Gedenken wir nicht vergessen wollen.
Herr Rüdiger Kruse gedenkt der Opfer aus Hamburg. Die Menschen, an die wir uns jetzt erinnern, waren Hamburger, genauso wie ich. Leo Harry Abers, wir wissen nicht, wo er ermordet wurde. Alfons Abel, ermordet in Theresienstadt. Leon Abel, ermordet in Neuengamme. Martha Abel, ermordet in Auschwitz. Max Abel, ermordet in Sobibor. John Israel Abel, ermordet in Auschwitz. Max Israel, ermordet in Sobibor. Rosa Abeles, in Theresienstadt. Gustav Abenda Belmonte, in Auschwitz. Otto Abendstern, ermordet in Auschwitz. Clara Ruth A. Bosch, Brenschen. Rachel Rosa A. Bosch, ebenfalls ermordet in Brenschen. Alfred Abraham, ermordet in Jungfernhof, Lettland. Alice Abraham, ermordet in Sobibor. Anita Abraham, ermordet in Wittmannstadt. Dora Dina Abraham, ermordet in Auschwitz. Frieda Abraham, wir kennen den Ort ihrer Ermordung nicht. Bertha Kohn, ermordet in Treblinka. Berthold Kohn, ermordet in Litzmannstadt. Betty Kohn, ermordet in Theresienstadt. Rosa David, ermordet in Theresienstadt. Alfred David, gestorben in Shanghai. Louis David, ermordet in Sobibor. Max Davidowitz, vermutlich in Lodz. Dolly Davidowitz, wir wissen es nicht. Jakobo Davidowitz, auch hier wissen wir es nicht. Siegfried Emanuel, auch wir wissen nicht, wo er ermordet wurde. Jakob Emanuel, ermordet in Auschwitz. Gertrud M. Embeden, wir wissen es nicht. Katharina Embeden, auch ihren Todesort kennen wir nicht. Franziska Rosa Emmering, ermordet in Sobibor. Lisa Emmering, ermordet in Auschwitz. Alfred Arthur Engel, ermordet in Litzmannstadt. Karl-Heinz Engel, ermordet in Chelmno. Gertrud Engel, ermordet in Jungfernhof. Josef Engel, ermordet in Auschwitz. Katie Goldschmidt, ermordet in Auschwitz. Alice Goldstein, ermordet in Sobibor. Arthur Goldstein, ermordet in Auschwitz. Jeanette Jakobson, ermordet in Terezin. Nathalie Jakobson, ermordet in Auschwitz. Else Jakobson, ermordet in Minsk. Dina Jakobson, ermordet in Auschwitz. Naftali Jakobson, wir kennen den Ort nicht. Brucha Jamaika, auch hier kennen wir den Ort der Ermordung nicht. Lina Jankelowitz, ermordet in Auschwitz. Jenny Janowa, ermordet in Treblinka. Hans-Werner Paul, ermordet in Theresienstadt. Sophie Rahel Jansen, wir kennen den Ort nicht. Luis Jasmin Treblinka. Wir haben diesen Hamburgern stellvertretend für viele andere ermordeten Hamburgern gedacht. Ich danke Ihnen. Herr Steffen Bilger, Abgeordneter des Bundestages, gedenkt der Opfer aus Ludwigsburg. Viele der Menschen, an die wir heute denken, aus meinem Wahlkreis Ludwigsburg, wahrscheinlich alle, haben auch die Ludwigsburger Synagoge gekannt, die niedergebrannt wurde, ein Ort, an dem wir heute in Ludwigsburg auch immer wieder gedenken und erinnern am Synagogenplatz, der dort eingerichtet wurde.
Wir denken heute an Hermine Kohn aus Ludwigsburg, ermordet in Auschwitz. An Selma Dreifuß, ermordet in Jungfernhof, Lettland. An Hermine Elsass, ermordet in Auschwitz. Martha Elsass, ermordet in Riga, in Lettland. Jenny Elsass, ermordet in Itzbica, in Polen. An Max Elsass, ermordet in Theresienstadt. Hermine Elsass, ermordet in Auschwitz. Ludwig Elsass, ermordet an unbekanntem Ort. Wir erinnern uns an Else Ettlinger, ermordet in Riga in Lettland. An Margareta Falk, ermordet in unbekanntem Ort. An Hans Frischauer, ermordet in Itzbica in Polen. Genauso wie Robert Frischauer, ebenfalls ermordet in Itzbica in Polen. Wir denken an Meta Mathilde Frischauer, ermordet in Polen. An Walter Frischauer, ermordet in Polen. An Jakob Greilsamer, ermordet in Auschwitz. An Clara Greilsamer, ebenfalls ermordet in Auschwitz. An Johanna Heli, ermordet in Auschwitz. Wir denken an Jenny Hähnle, ermordet in Jungfernhof in Lettland. An Hedwig Himmelstern, ermordet in Auschwitz. An Ida Hirschfeld, ermordet an unbekanntem Ort. An Julia Hirschheimer, ermordet in Ludwigsburg. An Selma Israel, ermordet in Jungfernhof in Lettland. An Sigmund Israel, ermordet in Ludwigsburg. Wir denken an Hermann Katz, ermordet in Dachau. An Salomon Kaufmann, ermordet in Auschwitz, wie auch Julia Kaufmann, ebenfalls ermordet in Auschwitz. Wir denken an Isabel Lichtenstein, ermordet in Auschwitz, und an Bertha Löwenberg, ebenfalls ermordet in Auschwitz. An Emil Löwe, ermordet in Theresienstadt. Oskar Mannheim, ermordet in Auschwitz. An Sigmund Meyer, ermordet in Theresienstadt. Johanna Lina Ottenheimer, ermordet in Treblinka, sowie an Sarah Ottenheimer, ermordet in Auschwitz, und Friedel Ottenheimer, ebenfalls ermordet in Auschwitz, Eugenie Ottenheimer, ermordet in Shanghai. Wir denken an Walter Pintus, ermordet in Dachau, an Anna Schillit, ermordet in Auschwitz, und an die Mark Gröninger bei Ludwigsburg, Robert Leopold Einstein, Alfred Grundelfinger und Paul Landauer, alle ermordet in Grafeneck. Und wir denken an Lydia Liesel Bernheim, ermordet in Jungfernhof in Lettland. Ich danke Ihnen. Heinz Reuß, Direktor vom Marsch des Lebens, liest weitere Opfer hier aus Berlin. Herbert Karl Theodor Klein, geboren in Berlin am 11. Juli 1929, deportiert und ermordet. Margot Simon, geboren am 31.01.1931 in Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Hans-Joachim Klingelhöfer, geboren am 27. Dezember 1931 in Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Ruth Hahn, geboren am 18. Januar 1932 in Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Renate Wertheim, geboren am 24. Juli 1933 in Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Herbert Hirsch Goldstrom, geboren am 22.09.1936 in Berlin-Charlottenburg, deportiert und ermordet. Rudolf Josef Langen, geboren am 19. Januar 1931 in Berlin-Dahlem, deportiert und ermordet. Ellen Bertha Tützer, geboren am 10. Mai 1921 in Berlin-Friedenau, deportiert und ermordet. Helene Schachtel, geboren am 5. Februar 1876 in Berlin-Friedrichshain, deportiert und ermordet. Arthur Selowski, geboren am 6. Juli 1887 in Berlin-Friedrichshain, deportiert und ermordet. Ernst Alfred Plessner, geboren am 31. März 1889 in Berlin-Friedrichshain, deportiert und ermordet. Siegfried Schifthahn, geboren am 24. Februar 1893 in Berlin-Friedrichshain, deportiert und ermordet. Lisbeth Messow,
geboren am 24. Januar 1895 in Berlin-Friedrichshain, deportiert und ermordet. Ilse Levy, geboren am 21. Mai 1931 in Berlin-Friedrichshain, deportiert und ermordet. Florentina Konin, geboren am 31. Oktober 1873 in Berlin-Köpenick, deportiert und ermordet. Rosa Sußmann, geboren am 9. August 1877 in Berlin-Köpenick, deportiert und ermordet. Erich Friedländer, geboren am 27. Dezember 1877 in Berlin-Köpenick, deportiert und ermordet. Dorothea Funk, geboren am 12.03.1879 in Berlin-Köpenick, deportiert und ermordet. Betty Reisin, geboren am 14. September 1882 in Berlin-Köpenick, deportiert und ermordet. Elsa Hirschfeld, geboren am 12. März 1887 in Berlin-Köpenick, deportiert und ermordet. Margarete Scherbart, geboren am 4. Oktober 1890 in Berlin-Köpenick, deportiert und ermordet. Paula Philipp, geboren am 25. Dezember 1891 in Berlin-Köpenick, deportiert und ermordet. Henny Bär, geboren am 16. Mai 1895 in Berlin-Köpenick, deportiert und ermordet. Hermann Lehmann, geboren am 10. Oktober 1895 in Berlin-Köpenick, deportiert und ermordet. Anni Schlesinger, geboren am 30. November 1901 in Berlin-Köpenick, deportiert und ermordet. Oskar Herlitz, geboren am 19. März 1917 in Berlin-Köpenick, deportiert und ermordet. Margot Bär, geboren am 18. August 1907 in Berlin-Karlshorst, deportiert und ermordet. Ludwig Rosenstein, geboren am 13. Januar 1908 in Berlin-Karlshorst, deportiert und ermordet. Hans Spiegel, geboren am 20. Mai 1932 in Berlin-Karlshorst, deportiert und ermordet. Rosa Braun, geboren am 10. März 1879 in Berlin-Lichtenberg, deportiert und ermordet. Regina Grünberg, geboren am 20. März 1894 in Berlin-Lichtenberg, deportiert und ermordet. Arthur Herz, geboren am 29. Juli 1895 in Berlin-Lichtenberg, deportiert und ermordet. Willi Herz, geboren am 26.02.1897 in Berlin-Lichtenberg, deportiert und ermordet. Walter Lothar Litauer, geboren am 23. Oktober 1898 in Berlin-Lichtenberg, deportiert und ermordet. Frieda Scheel, geboren am 6.12.1898 in Berlin-Lichtenberg, deportiert und ermordet. Georg Löwenthal, geboren am 21.10.1900 in Berlin-Lichtenberg, deportiert und ermordet. Charlotte Krakauer, geboren am 29.01.1902 in Berlin-Lichtenberg, deportiert und ermordet. Erwin Kulp, geboren am 6. März 1905 in Berlin-Lichtenberg, deportiert und ermordet. Erich Behrendt, geboren am 20. September 1905 in Berlin-Lichtenberg, deportiert und ermordet. Hildegard Feldmar, geboren am 16. Mai 1908 in Berlin-Lichtenberg, deportiert und ermordet. Ruth Holschauer, geboren am 11. Mai 1909 in Berlin-Lichtenberg, deportiert und ermordet. Else Rosenberg, geboren am 23. November 1912 in Berlin-Lichtenberg, deportiert und ermordet. Lothar Samuelis, geboren am 14. September 1914 in Berlin-Lichtenberg, deportiert und ermordet. Wolfgang Benda, geboren am 23. März 1926 in Berlin-Lichtenberg, deportiert und ermordet. Rosa Juliane Lindemann, geboren am 9. April 1928 in Berlin-Lichtenberg, deportiert und ermordet. Judith Ruth Wolf, geboren am 29.08.1938 in Berlin-Lichtenberg, deportiert und ermordet. Hannchen Notmann, geboren am 1. September 1875 in Berlin-Mitte, deportiert und ermordet. Arthur Nathan Silber, geboren am 17. September 1875 in Berlin-Mitte, deportiert und ermordet. Frieda Mannheim, geboren am 18. Dezember 1875 in Berlin-Mitte, deportiert und ermordet. Martha Seidler, geboren am 9. Juli 1876 in Berlin-Mitte, deportiert und ermordet. Helene Zeppler, geboren am 17. Januar
1878 in Berlin-Mitte, deportiert und ermordet. Toni Therese Süßmann, geboren am 7. März 1878 in Berlin-Mitte, deportiert und ermordet. Else Rosenfeld, geboren am 15. September 1879 in Berlin-Mitte, deportiert und ermordet. Walter Richard Raphael Wilhelm Vogel, geboren am 23. Oktober 1879 in Berlin-Mitte, deportiert und ermordet. Irma Petzold, geboren am 28. Oktober 1880 in Berlin-Mitte, deportiert und ermordet. Therese Tolgard Oppenheimer, geboren am 8. April 1881 in Berlin-Mitte, deportiert und ermordet. Rosa Rahel Sachs, geboren am 24. Mai 1882 in Berlin-Mitte, deportiert und ermordet. Mein Name ist Wiebke Drewes, ich stehe hier für das Forum Israel Nie wieder schweigen und darf die Liste der Berliner Opfer fortsetzen. Leopold Löbel Stein, geboren am 23.03.1865 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Minna Kohn, geboren am 2.12.1879 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Emmy Steinberg, geboren hier in Berlin-Neukölln am 15.03.1884, deportiert und ermordet. Georg Wolf, geboren am 23.01.1897 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Erich Frenkel, geboren am 8.05.1898 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Betty Wolf, geboren am 18.09.1898 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Hans Bernhard Sachs, geboren am 7.03.1899 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Charlotte Selig, geboren am 31.12.1899 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Hertha Brandt, geboren am 25.10.1901 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Kurt Lewin, geboren am 7.08.1902 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Gertrud Lewin, geboren am 2.8.1906 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Berthold Engel, geboren am 9.9.1906 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Margarete Mokrauer, geboren am 24.05.1907 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Arthur Zimmermann, geboren am 25.12.1907 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Rudi Raphael Goldschmidt, geboren am 21.01.1909 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Erna Gelbart, geboren am 29.06.1909 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Heinz Lewin, geboren am 5.10.1909 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Heinz Hornig, geboren am 19.10.1910 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Martin Kallmann, geboren am 23.01.1913 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Heinz Günther Wolf, geboren am 16.05.1913 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Leopold Schneider, geboren am 14.04.1915 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet.
Ruth Zwirn, geboren am 24.06.1915 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Erna Fichtmann, geboren am 15.01.1916 in Berlin-Neukölln. Deportiert und ermordet wurde sie. Wir denken an Werner Horst Rosenthal, geboren am 4.06.1917 in Berlin-Neukölln. Auch er wurde deportiert und ermordet. Arno Aaron Althoff, geboren am 7.11.1919 in Berlin-Neukölln. Er wurde deportiert und ermordet. Käthe Heiser, geboren am 4.06.1922, deportiert und ermordet. Ruth Leibholz, geboren am 4.08.1923 in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Ellen Inge Leiser, geboren am 23.08.1924 in Berlin-Neukölln, auch sie wurde deportiert und ermordet. Hans-Joachim Rehfeld, geboren am 25.05. in Berlin-Neukölln, er wurde deportiert und ermordet. Inge Kessler, geboren am 27.11.1925 in Berlin-Neukölln, er wurde deportiert und ermordet. Rita Stefneski, geboren am 16.03.1928 in Berlin-Neukölln, er wurde deportiert und ermordet. Sie wurde deportiert und ermordet. Ingeborg Wollstein, geboren am 23.03.1929 in Berlin-Neukölln. Sie wurde deportiert und ermordet. Gertrud Kohn, geboren am 4.02. in Berlin-Neukölln. Sie wurde deportiert und ermordet. Heinz Feibusch, geboren am 3.03.1930. in Berlin-Neukölln, deportiert und ermordet. Ilse Jakobsthal, geboren am 17.02.1904 in Berlin-Schöneweide. Sie wurde deportiert und ermordet. Arthur Kaspari, geboren am 2.04. in Berlin-Pankow, wurde deportiert und ermordet. Käthe Löwenberg, geboren am 24.02.1901 in Berlin-Pankow, wurde deportiert und ermordet. Edith Gerstl, geboren am 24.03.1904 in Berlin-Pankow, wurde deportiert und ermordet. Manfred Pitsch, geboren am 15.05.1906 in Berlin-Pankow, er wurde deportiert und ermordet. Ellie Born, geboren am 10.11.1907 in Berlin-Pankow, wurde deportiert und ermordet. Jetzt wird Gabi Schmidt die Lesung fortsetzen mit weiteren Opfern aus Berlin. Danke. Bertram Schück, geboren am 23.01.1910, geboren in Berlin-Pankow, deportiert und ermordet. Siegbert Levinson, geboren am 27.10.1911, in Berlin-Pankow, deportiert und ermordet. Charlotte Arnfeld, geboren am 20.03.1912, in Berlin-Pankow, deportiert und ermordet. Edith Becker, geboren am 10.12.1912, in Berlin-Pankow, auch deportiert und ermordet. Sarah Sanja Sonja Kastan, geboren am 13.01.1913, in Berlin-Pankow, deportiert und ermordet. Edith Karlapp, geboren am 18.01.1914 in Berlin-Pankow, deportiert und ermordet. Ruth Salomon, geboren am 19.11.1918 in Berlin-Pankow, deportiert und ermordet. Margot Binasch,
geboren am 22.09.1923 in Berlin-Pankow, deportiert und ermordet. Eva Danziger, geboren am 4.01.1882 in Berlin-Reinickendorf, deportiert und ermordet. Lotte Wangenheim, 24.05.1895 geboren in Berlin-Reinickendorf, deportiert und ermordet. Franziska Leser, geboren am 23.07.1907 in Berlin-Reinickendorf, deportiert und ermordet. Hans Ucko, geboren am 15.08.1910 in Berlin-Reinickendorf, er wurde auch deportiert und ermordet. Ingeborg Löwenthal, geboren am 25.07.1922 in Berlin-Reinickendorf, deportiert und ermordet. Erich Jacobius, geboren am 21.06.1888 in Berlin-Rixdorf, deportiert und ermordet. Siegbert Rosenberg, geboren am 10.12.1891 in Berlin-Rixdorf, deportiert und ermordet. Erwin Löffler, geboren am 26.01.1899 in Berlin-Rixdorf, deportiert und ermordet. Herr Professor Dr. Castellucci, Mitglied des Bundestages, gedenkt der Opfer aus Saalfeld, Rudolfstadt und den Kreisen Saale-Holzland und Saale-Orderkreis. Ich muss die Ansage zunächst korrigieren. Ich werde die Ermordeten aus meiner Heimatstadt Wiesloch und meiner Geburtsstadt Heidelberg verlesen. Adelheid Bodenheimer aus Wiesloch, geboren am 18. Januar 1881, ermordet in Auschwitz am 14. August 1942. Frieda Bodenheimer aus Wiesloch, geboren am 17. August 1870, ermordet am 12. September 1942 in Theresienstadt. Regina Bodenheimer aus Wiesloch, geboren am 25. Januar 1872, ermordet am 29. September 1942 in Treblinka. David Daube aus Wiesloch, geboren am 27. September 1871, ermordet am 17. April 1940 in Grafeneck. Betty Flegenheimer aus Wiesloch, geboren am 29. November 1882, ermordet am 28. August 1942 in Auschwitz. Leon Flegenheimer aus Wiesloch, geboren am 6. September 1892, ermordet am 14. August 1942 in Auschwitz. Miri Flegenheimer aus Wiesloch, geboren am 22. September 1906, ermordet am 7. September 1942 in Auschwitz. Robertine Flegenheimer aus Wiesloch, geboren am 27. Juli 1892, ermordet am 22. Oktober 1940 in Auschwitz. Samuel Oskar Flegenheimer aus Wiesloch, geboren am 24. Dezember 1899, ermordet am 10. Februar 1945 in Buchenwald. Adelheid Israel aus Wiesloch,
geboren am 18. August 1864, ermordet am 12. August 1942 in Auschwitz. Ilse Israel aus Wiesloch, geboren am 28. September 1911, ermordet am 29. November 1941 in Riga. Julius Israel aus Wiesloch, geboren am 19. April 1892, ermordet am 12. August 1942 in Auschwitz. Mina Israel aus Wiesloch, geboren am 2. August 1894, ermordet am 12. August 1942 in Auschwitz. Max Kahn aus Wiesloch, geboren am 24. Juni 1878, ermordet am 7. Februar 1941 in Hadamar. Emil Kaufmann aus Wiesloch, geboren am 16. Juni 1888, ermordet am 24. Oktober 1940 in einer Euthanasieanstalt. Gustav Kaufmann aus Wiesloch, geboren am 6. September 1876, ermordet 1942 in Gürs. Regine Kaufmann aus Wiesloch, geboren am 13. Mai 1874, ermordet am 22. Dezember 1941 in Po. Alice Klein aus Wiesloch, geboren am 10. Februar 1883, ermordet am 19. August 1942 in Auschwitz. Ludwig Klein aus Wiesloch, geboren am 30. März 1875, ermordet am 19. August 1942 in Auschwitz. Recher Landwehr aus Wiesloch, geboren am 21.03.1885, ermordet am 17. August 1942 in Auschwitz. Simon Landwehr aus Wiesloch, geboren am 17. Dezember 1888, ermordet am 22. Oktober 1940 in Gürs. Emil Löb aus Wiesloch, geboren am 29. März 1892, ermordet am 1. März 1943 in Theresienstadt. Siegfried Meyer Bender aus Wiesloch, geboren am 24. Januar 1897, ermordet am 23. März 1940 in Buchenwald. Hans-Bernd Oppenheimer aus Wiesloch, geboren am 24. Juli 1921, ermordet am 17. März 1945 in Buchenwald. Leopold Oppenheimer aus Wiesloch, geboren am 29. Mai 1881, ermordet am 3. November 1943 in Majdanek. Alfred Traub aus Wiesloch, geboren am 20. Juli 1909, ermordet am 31. März 1941 in Hadamar. Raphael Traub aus Wiesloch, geboren am 26. Februar 1870, ermordet am 27. Februar 1942 in Ressebidou. Gertrud Wrobel aus Wiesloch, geboren am 8. Januar 1881, ermordet am 30. April 1942 in Krasnischin. Ziesel Feuer aus Heidelberg. Seine Geburtsdaten und sein Sterbedatum sind nicht bekannt. Ermordet in Polen.
Friederike Hirsch aus Heidelberg, geboren am 12. Juli 1871, ermordet am 1. März 1941 in München. Helene Kahlebach aus Heidelberg, geboren am 4. Mai 1887, ermordet am 24. Dezember 1940 in Gürs. Leo Kiewe aus Heidelberg, geboren am 3. August 1900, ermordet am 4.3.1943 in Majdanek. Hilde Landau aus Heidelberg, geboren am 9. November 1909, ermordet am 12. August 1942 in Auschwitz. Anna Lesem aus Heidelberg, geboren am 2. Januar 1898, ermordet am 25. März 1942 in Piaski. Und Max Oppenheimer aus Heidelberg, geboren am 15. Januar 1926, ermordet am 11. September 1942 in Auschwitz. Frau Ulla Jelbke, gedenkt der Opfer aus Dortmund. Wir stellen nur eben noch einen Regenschutz auf. Ich gedenke der Opfer von Juden und Jüdinnen. Abraham, Abraham, Dortmund, 1896 geboren, 1943 ermordet in Auschwitz. Renate Abraham, Dortmund, 1913, 1941 Ermordung, genau, ist unbekannt, in Riga, Lettland. Henrike Erna, Abrahamwitz, Dortmund, 1906, ermordet, 1944, 38 Jahre in Auschwitz. Rosa Abrams, Dortmund, 1873, nach 1944, Datum der Ermordung unbekannt, Auschwitz. Rosalia Arams, Dortmund, 1872 geboren, 1945 ermordet, 70 Jahre alt. Bruno Achtermann, Dortmund, 1909, sein Tod, Todesdatum ist unbekannt, er wurde ermordet. Dorothea Achtermann, Dortmund, 1916, ebenfalls die Ermordung unbekannt, er war in Auschwitz. David Adler, Dortmund, 1878, nach 1944, ebenfalls ermordet in Auschwitz. Friederike Adler, Dortmund, 1877, nach 1944 ermordet in Auschwitz. Nisha Ayetz, Dortmund 1890, geboren 1942, mit 52 Jahren ermordet in Auschwitz. Abraham Atzenberg, Dortmund 1936, nach 1938 ermordet in Bentschen, Polen. Nisha Als, Dortmund, 1890, gestorben, ermordet 1942 mit 52 Jahren. Ettel Eitzenberg, Dortmund, 1896, 1942 ermordet mit 46 Jahren. Simon Sima, Axenberg,
Dortmund, 1890, geboren, 1942, ermordet mit 52 Jahren in Lodz. Walter Isidor, Alexander, Dortmund, 1894 nach 1944, ermordet in Frankreich. Anna Almet, Dortmund, 1907 nach 1943, ermordet in Auschwitz. Hertha Andres, Dortmund, 1907, ermordet 1942 in Polen. Margarete Andres, Dortmund, 1879 nach 1942, ermordet in Polen. Walter Andres, Dortmund, 1903 nach 1944, unbekannt, in Danzig, Polen, ermordet. Dora Rosalie Apel, Dortmund, 1902 nach 1942, ermordet, Riga, Lettland. Hermann Apel, Dortmund, 1923 nach 1942 in Riga, Lettland, ermordet. Simon Apel, Dortmund, 1891, ermordet 1941, 50 Jahre alt, in Dachau. Perlau Appelstein in Dortmund, 1932 geboren, 1942 mit 19 Jahren in Auschwitz ermordet. Alfred Appel, Dortmund, 1886 geboren, nach 1942, genaues Datum unbekannt, in Riga ermordet. Auguste Apfel, Dortmund, 1903 geboren, 1943, das Datum ist unbekannt, in Auschwitz ermordet. Hedwig Apel, Dortmund geboren, 1987 nach 1942, ermordet in Riga, Lettland. Guldine Diener, Ahrensberg, Dortmund, 1862 geboren, 1942, ermordet in Treblinka. Hedwig Ahrensberg, Dortmund, geboren, 1870 nach 1942, unbekannt, in Treblinka, ermordet. Julius Ahrensberg, Dortmund, 1911 geboren, nach 1941 ermordet, ebenfalls genaues Datum unbekannt, in Minsk. Martha Ahrensberg, Dortmund, geboren 1901, nach 1942 ermordet, ebenfalls genaues Datum unbekannt, Riga, Lettland. Rosa Ahrensberg, Dortmund, 1898 geboren, 1942 und Datum unbekannt, in Riga, Lettland, ermordet. Siegfried Ahrensberg, Dortmund, geboren 1905 nach 1941, 41 unbekannt, in Riga, Lettland, ermordet. Ilse Aronade, Dortmund, 1922 geboren, unbekannt, das Datum ihres Todes bzw. Ermordung in Auschwitz. Paul Arnsheim, Dortmund, 1882 geboren, nach 1944 unbekannt, in Auschwitz ermordet. Arenslohn, Dortmund geboren, 1896, nach 1944 ebenfalls unbekannt, in Auschwitz ermordet. Betty Arinstein, in Dortmund, 1963 geboren, 1942, 79 Jahre alt, in Theresienstadt ermordet. Selma Artmann, dort in Dortmund geboren, ist unbekannt, jedenfalls auch sie ermordet. Max Artmann, ebenfalls Daten unbekannt, ermordet. Amelia im August, Dortmund, 1871 geboren, 1942, 71 Jahre, in Theresienstadt ermordet.
Julie August, in Dortmund geboren, 1878 nach 1942, Datum unbekannt, in Riga, Lettland ermordet. Beiler Aumann, Dortmund, 1886 geboren, nach 1938, Datum unbekannt, in Benschen, Polen ermordet. Selig Siegmund Aumann, in Dortmund 1838 geboren, nach 1938 ebenfalls unbekannt, in Benschen, Polen ermordet. Dina Bachenheimer, in Dortmund 1880 geboren, 1942 unbekannt das Datum der Ermordung. Eugen Bachenheimer, Dortmund 1883 geboren, gestorben bzw. Ermordungsdatum unbekannt, in Sachsenhausen ermordet. Julius Bachmann, Dortmund 1911 unbekannt, die Daten, wann er ermordet wurde. Julius Bachmann, den hatte ich schon, oder? Nee, Julius Bachmann, 1911 geboren in Dortmund, ebenfalls unbekannt das Ermordungsdatum. Lydia Bachmann, Dortmund, 1876 geboren, nach 1942, das Datum ist unbekannt, in Riga, Lettland, ermordet. Jethro Bachmann, Dortmund 1940 geboren, 1943 ermordet, 3 Jahre alt, in Auschwitz. Reha Bachmann, Dortmund, unbekannt, das Geburtsdatum, gestorben 1943, unbekannt, das Datum, in Auschwitz. Helene Back, Dortmund 1879, unbekannt, die Daten, aber in Polen, Lodz, ermordet. Frau Siemtje Möller, Mitglied des Bundestages, setzt die Lesung fort mit den Opfern aus Friesland, Wilhelmshaven und Wittmund. Henry Kitrin, geboren 1890 in Wilhelmshaven, gestorben nach 1942 in Kulmdorf, Hof. Marianne Berliner, 1870 in Wilhelmshaven geboren, gestorben 1942 in Theresienstadt. Moses Salomon Lazarus Berliner, 1882 in Wilhelmshaven geboren, gestorben 1943 in Theresienstadt. Arthur Cohen, 1901 geboren in Wilhelmshaven, gestorben in Auschwitz 1942. Ilse Ida Cohen, 1907 geboren in Wilhelmshaven, gestorben 1942 in Minsk. Hermann Cohen, geboren 1879 in Wilhelmshaven, unbekannt gestorben, wann und wo gestorben, aber sicherlich vermisst. Leo Loser Kitrin, 1890 in Wilhelmshaven geboren, nach 1942 in Kulmhof, gestorben und ermordet. Max Pfeilbusch, 1877 in Wilhelmshaven geboren, 1940 gestorben, ermordet in Sachsenhausen. Julius Feilmann, 1900 geboren in Wilhelmshaven, nach 1941 gestorben und ermordet in Minsk. Karl-Heinz Frenkel, 1922 geboren in Wilhelmshaven, gestorben 1941, ermordet in Mauthausen in Österreich. Jenny Leni Frenkel, geboren 1880 in Wilhelmshaven, gestorben, unbekannt wann, aber ermordet in Lodz in Polen. Juli Friede, geboren 1862 in Wilhelmshaven, gestorben nach 1942, ermordet in Treblinka. Erna Goldberg, geboren 1909 in Wilhelmshaven, gestorben
nach 1938 ermordet in Brenschen, Polen. Lotte Gottschall, Wilhelmshaven geboren, 1916, ermordet nach 1942 in Auschwitz. Jakob Grünbaum, geboren 1861 in Wilhelmshaven, gestorben 1942, ermordet in Theresienstadt. Lea Grünbaum, geboren 1871 in Wilhelmshaven, gestorben 1943, ermordet im Alter von 72 Jahren in Theresienstadt. Henry Hartog, geboren 1897 in Wilhelmshaven, nach 1942 gestorben, ermordet in Auschwitz. Hermann Hartog, geboren 1887 in Wilhelmshaven, gestorben nach 1942, ermordet in Auschwitz. Ivan Hess, geboren 1893 in Wilhelmshaven, nach 1940 gestorben, unbekannt wo und wann, ermordet genau. Lucy Hirschberg, geboren 1925 in Wilhelmshaven, unbekannt wann und wo gestorben und ermordet, sicherlich irgendwo in Polen. Levi Hirschberg, geboren 1925 in Wilhelmshaven, unbekannt wann und wo genau, ermordet, irgendwo in Plaszow in Polen. Luca Hirschberg, unbekannt wann genau geboren, mit Wohnort aber in Wilhelmshaven, unbekannt wann und wo genau ermordet, aber 1942 in Plaszow in Polen. Jenny Janowa, 1870 in Wilhelmshaven geboren, nach 1942 gestorben, ermordet in Treblinka. Saul Janowa, 1865 in Wilhelmshaven geboren, nach 1942 gestorben, ermordet in Theresienstadt. Johanna Kannenberg, 1878 geboren in Wilhelmshaven, 1944 gestorben, wo genau ermordet, unbekannt. Veronika Kariel, 1892 in Wilhelmshaven geboren, unbekannt, wann genau gestorben, ermordet in Lodz in Polen. Johanna Lowitz, 1907 in Wilhelmshaven geboren, nach 1943 ermordet in Auschwitz. Siegfried Margonina in Wilhelmshaven, 1880 geboren, nach 1943 in Auschwitz ermordet. Emilie Mehnen, 1887 in Wilhelmshaven geboren, 1944 gestorben, ermordet in Theresienstadt. Grete Nissenfeld, 1908 in Wilhelmshaven geboren, in Auschwitz 1943 ermordet. Erna Esther Pfeffer, geboren 1913 in Wilhelmshaven, gestorben 1933, unbekannt wo genau, ermordet. Salomon Pfeffer, geboren 1882 in Wilhelmshaven, 1942, gestorben, unbekannt der genaue Ermordungsort. Shaya Pfeffer, 1886, geboren in Wilhelmshaven, 1944, gestorben, unbekannt wo genau, ermordet. Rosalie Pinto, 1864, geboren in Wilhelmshaven, 1943 gestorben, ermordet in Sobibor in Polen, im heutigen Polen. Moses Rosebohm, geboren 1906 in Wilhelmshaven, unbekannt wann gestorben, sicherlich vermisst. Walter Rosebohm, 1901 in Wilhelmshaven geboren, nach 1943 gestorben, in Auschwitz ermordet. Clara Sagan, 1883 in Wilhelmshaven geboren, nach 1944 gestorben, ermordet in Auschwitz. Frieda Salomons, 1911 in Wilhelmshaven geboren, nach 1944 gestorben, ermordet in Auschwitz. Frieda Salomons, 1911 geboren, 1942 gestorben, im Alter von 31 Jahren, ermordet in Auschwitz. Aldolf Scheuer, geboren 1867 in Wilhelmshaven, 1942 gestorben, wo genau, ermordet, unbekannt. Frieda Schierling, 1881 in Wilhelmshaven geboren, 1942 gestorben, ermordet in Minsk. Elisa Stern, 1877 geboren in Wilhelmshaven, 1942 gestorben, ermordet in Minsk. Levi Terberg, 1882 in Wilhelmshaven geboren, nach 1941 gestorben, in Jungfernhof ermordet.
Hersch Hermann verständig, 1901 in Wilhelmshaven geboren, nach 1942 gestorben, in Auschwitz ermordet. Thekla Voss, 1887 geboren in Wilhelmshaven, nach 1941 ermordet in Minsk im Ghetto. Blümer Wolf, 1877 geboren in Wilhelmshaven, nach 1942 gestorben, ermordet in Chelmno im heutigen Polen. Moses Wolf, 1877 geboren in Wilhelmshaven, nach 1942 ermordet in Chelmno im heutigen Polen. Moses Wolf, 1877, Entschuldigung, Amalie Zander, 1887 in Wilhelmshaven geboren, nach 1944 gestorben, in Auschwitz ermordet. Julius Wohl, 1876 geboren in Wesermünde, nach 1941 ermordet in Jungfernhof in Lettland. Frau Kim Kasch gedenkt weiterer Opfer. Ich gedenke weitere Opfer aus Mainz. Johanna Abraham, geboren 1879, ermordet in Piaski in Polen, nach 1942. Bertha Abt, geboren 1883, ermordet in Piaski, Polen, nach 1942. Meta Marta Abt, geboren 1905, ermordet in Lublin, Polen, nach 1942. Bella Bartha Abt, geboren 1883, ermordet in Lublin, Polen, 1942, mit 59 Jahren. Bertha Ackermann, geboren 1890 in Piaski, Polen, nach 1942. Leopold Ackermann, geboren 1922, ermordet in Piaski, Polen, nach 1942. Eva Adler, geboren 1882, ermordet in Piaski, Polen, nach 1942. Dr. Gregor Gysi gedenkt Opfer aus Berlin-Treptow-Köpenick. Rosa Samuel aus Berlin, geboren 1896, ermordet 1942 in Riga in Lettland. Rosa Samuel Berlin, geboren 1891, nach 1942 ermordet in Piaski in Polen. Ruth Samuel aus Berlin, geboren 1926, ermordet nach 1943 in Auschwitz. Siegbert Elisa Samuel, Berlin, geboren 1901, ermordet nach 1942 in Minsk. Sophie Samuel aus Berlin, geboren 1867, ermordet 1942 in Berlin. Wolfgang Samuel aus Berlin, geboren 1930, ermordet nach 1942 in Minsk. Ida Samuel aus Berlin, geboren 1873, ermordet, Zeitpunkt unbekannt. Hugo Samuel Berlin, geboren 1878, ermordet, Zeitpunkt unbekannt. Ruth Samuel Berlin, geboren 1873, ermordet, Zeitpunkt unbekannt. Sigmund Usil,
Samuel aus Berlin, geboren 1876, ermordet 1942. Der Ort ist nicht bekannt. Isidor Samuel aus Berlin, geboren 1879, nach 1942 ermordet in Warschau. Alfred Samuel Berlin, geboren 1874, ermordet 1942 in Litzmannstadt, Polen. Jetka Gietl Samuel, auch aus Berlin, geboren 1871, ermordet nach 1944 in Auschwitz. Gertrud Samuel aus Berlin, geboren 1911, ermordet nach 1943 im Mittelbau Dora in Deutschland. Josef Samuel aus Berlin, geboren 1911, ermordet nach 1943 in Mittelbau Dora in Deutschland. Louis Samuel Berlin, geboren 1868, ermordet 1942 in Theresienstadt. Regina Samuel aus Berlin, geboren 1867, ermordet 1942 in Theresienstadt. Hildegard Irene Samuel aus Berlin, geboren 1894, ermordet nach 1943 in Auschwitz. Ida Samuel aus Berlin, geboren 1873, ermordet nach 1942 in Theresienstadt. Albert Samuel aus Berlin, geboren 1873, ermordet nach 1942 in Treblinka. Albert Samuel aus Berlin, geboren 1875, ermordet 1944 in Theresienstadt. Günther Samuel aus Berlin, geboren 1903, ermordet 1944 in Kaufering in Deutschland. Franziska Samuel aus Berlin, geboren 1873, ermordet 1942 in Theresienstadt. Käthe Samuel aus Berlin, geboren 1890, ermordet 1942 in Riga, Lettland. Emilie Samuel Berlin, geboren 1879, ermordet nach 1942 in Warschau. Harry Samuel aus Berlin, geboren 1894, ermordet nach 1944 in Auschwitz. Ayala Hedwig Samuel aus Berlin, geboren 1881, ermordet 1942 in Riga, Lettland. Silly Samuel aus Berlin, geboren 1908, ermordet nach 1943 in Auschwitz. Erna Samuel Berlin, geboren 1902, ermordet nach 1943 in Auschwitz. Ernst Samuel aus Berlin, geboren 1905, ermordet 1943 in Auschwitz. Bertha Samuel aus Berlin, geboren 1842, ermordet nach 1944 in Auschwitz. Lilly Samuel aus Berlin, geboren 1910, ermordet 1942 in Riga, Lettland. Gertrud Samuel aus Berlin, geboren 1901, ermordet nach 1942 in Sobibor, Polen. Ida Samuel aus Berlin, geboren 1902, ermordet in Theresienstadt, Zeitpunkt unbekannt. Hugo Samuel aus Berlin, geboren 1879, ermordet 1942 in Riga, Lettland. Martin Samuel aus Berlin, geboren 1899, ermordet nach 1943 in Auschwitz.
Hilda Samuel aus Berlin, geboren 1892, ermordet nach 1943 in Auschwitz. Erna Samuel aus Berlin, geboren 1895, ermordet nach 1942 in Auschwitz. Gustav Samuel aus Berlin, geboren 1890, ermordet nach 1942 in Riga, Lettland. Paula Pauline Samuel aus Berlin, geboren 1863, ermordet 1943 in Theresienstadt. Marion Samuel aus Berlin, geboren 1931, ermordet nach 1943 in Auschwitz. Ein Kind. Fanny Samuel aus Berlin, geboren 1867, ermordet 1944 in Theresienstadt. Cecilie Samuel aus Berlin, geboren 1870, ermordet 1942 in Theresienstadt. Ingeborg Samuel aus Berlin, geboren 1930, ermordet nach 1943 in Auschwitz. Erich Samuelon, Berlin, geboren 1898, ermordet nach 1943 in Auschwitz. Carola Carla Samuelon aus Berlin, geboren 1897, ermordet 1942 in Riga, Lettland. Mathilde Samuelon aus Berlin, geboren 1986, ermordet nach 1943 in Auschwitz. Rea Samuelon aus Berlin, geboren 1941, ermordet nach 1943 in Auschwitz. Ein Kind. Sophie Samuelon Berlin, geboren 1908, ermordet nach 1943 in Auschwitz. Frau Leni Breimeyer, Mitglied des Deutschen Bundestags, setzt das Gedenken fort mit den Opfern aus Aalen und Heidenheim. Anna Freimann aus Lauchheim, geboren 1876, ermordet 1941 in Jungfernhof, Lettland. Pauline Lina Freimann aus Lauchheim, geboren 1894, ermordet 1941 in Jungfernhof, Lettland. Hans Hermann Adler aus Oberndorf am Ipf, geboren 1934, mit 13 Jahren ermordet in Jungfernhof, Lettland. Peter Adler aus Oberndorf am Ipf, geboren 1936, ermordet mit 5 Jahren in Jungfernhof, Lettland. Ida Bernheimer aus Oberndorf am Ipf, geboren 1878, ermordet 1944 in Auschwitz. Sigmund Bernheimer aus Oberndorf am Ipf, geboren 1869, ermordet mit 74 Jahren in Theresienstadt. Leopold Elter aus Aalen, 1912 geboren, von ihm gibt es kein Todesdatum und keinen Todesort. Bertha Friedmann aus Ellwangen, geboren 1867, ermordet in Auschwitz, wann wissen wir nicht genau. Sophie Gressler aus Oberndorf am Ipf,
geboren 1854, ermordet mit 89 Jahren in Theresienstadt. Meta Gutmann aus Oberstotzingen, geboren 1874, ermordet mit 70 Jahren in Theresienstadt. Hugo Heidenheimer aus Oberndorf am Ipf, geboren 1872, ermordet nach 1942 in Treblinka. Julius Joel Heimann aus Bopfingen, geboren 1922, als 20-Jähriger ermordet in Riga, Lettland. Max Heimann aus Oberndorf am Ipf, geboren 1882, ermordet nach 1941 in Jungfernhof, Lettland. Sally Heimann aus Oberndorf am Ipf, geboren 1880, ermordet nach 1941 in Jungfernhof, Lettland. Max Heimann aus Bopfingen ist 1982 geboren und wir wissen nicht, wo und wann er ums Leben kam und ermordet wurde. Julius Heimann aus Bopfingen ist 1921 geboren und wurde als 21-Jähriger in Danzig ermordet. Johanna Heimann aus Oberndorf am Ipf, 1862 geboren, wurde als 80-Jährige in Theresienstadt ermordet. Jenny Hilb aus Oberndorf am Ipf, 1869 geboren, wurde 1942 in Theresienstadt ermordet. Caroline Rachel Hilb aus Oberndorf am Ipf, geboren 1876, wurde nach 1944 in Auschwitz ermordet. Otto Igersheimer aus Oberndorf am Ipf, geboren 1879, wurde mit 63 Jahren in Auschwitz ermordet. Fanny Kahn aus Aalen, 1871 geboren, wurde nach 1942 in Treblinka ermordet. Eugen Kaufmann aus Oberndorf am Ipf, geboren 1872, wurde in Theresienstadt mit 61 Jahren ermordet. Else Kaufmann aus Oberndorf am Ipf, geboren 1886, wurde nach 1944 in Auschwitz ermordet. Isaac Kaufmann aus Oberndorf am Ipf, geboren 1860, wurde nach 1942 in Treblinka ermordet. Siegfried Kronacher aus Oberndorf am Ipf, geboren 1883, wurde nach 1941 in Jungfernhof, Lettland, ermordet. Betty Lamm aus Oberndorf am Ipf, geboren 1874, wurde 1942 in Treblinka ermordet. Betty Lamm aus Oberndorf am Ipf wurde 1883 geboren und nach 1941 in Jungfernhof, Lettland, ermordet. Isaac Lehmann aus Oberndorf am Ipf wurde 1872 geboren und nach 1942 in Treblinka ermordet. Rosalie Leimann aus Oberndorf am Ipf wurde 1875 geboren und mit 61 Jahren in Oberndorf am Ipf ermordet. Eduard Leiter aus Oberndorf am Ipf wurde 1865 geboren und nach 1942 in Treblinka ermordet. Ernestine Leiter aus Oberndorf am Ipf
ist 1870 geboren und wurde 1942 in Treblinka ermordet. Rosa Leiter, aus Oberndorf am Ipf, geboren 1898, wurde nach 1941 in Jungfernhof, Lettland, ermordet. Selma Leier, aus Oberndorf am Ipf, geboren 1881, wurde nach 1942 in Ibiza, Polen, ermordet. Zilli Levi, aus Oberndorf am Ipf, geboren 1881, wurde nach 1944 in Auschwitz ermordet. Heinrich Levite, aus Oberndorf am Ipf, wurde 1877 geboren und 1942 in Ibiza in Polen ermordet. Julius Levite aus Oberndorf am Ipf, 1910 geboren und mit 29 Jahren in Buchenwald ermordet. Sarah Sophie Levite aus Oberndorf am Ipf, 1882 geboren, wurde nach 1942 in Ibiza, Polen, ermordet. Cecilie Levinson aus Oberndorf am Ipf, 1880 geboren, wurde nach 1941 in Jungfernhof, Lettland, ermordet. Aaron Lindner aus Oberndorf am Ipf, geboren 1883, wurde mit 61 Jahren in Theresienstadt ermordet. Theresia Lindner aus Oberndorf am Ipf, wurde 1885 geboren und nach 1944 in Auschwitz ermordet. Hedwig Löwenthal aus Oberndorf am Ipf, 1880 geboren, wurde nach 1942 in Ibiza, Polen, ermordet. Max Löwenthal aus Oberndorf am Ipf, 1876 ist er geboren und wurde nach 1942 in Ibiza, Polen, ermordet. Rosa Mindel aus Oberndorf am Ipf ist 1874 geboren und 1942 oder danach in Treblinka ermordet worden. Jenta Meyer aus Oberndorf am Ipf wurde in Auschwitz ermordet. Wir wissen nicht, wann sie geboren und wann sie gestorben ist. Sali Neuburger aus Oberndorf am Ipf ist 1888 geboren und wurde nach 1942 in Piaski in Polen ermordet. Blümle Neumeier aus Oberndorf am Ipf ist 1860 geboren und wurde 1942 in Theresienstadt ermordet. Adelheid Neumeier aus Oberndorf am Ipf, 1855 geboren, wurde im Alter von 87 Jahren in Theresienstadt ermordet. Auguste Neumeier aus Oberndorf am Ipf ist 1868 geboren und wurde mit 74 Jahren in Theresienstadt ermordet. Herr Albert Stegemann, Mitglied des Deutschen Bundestages, setzt das Gedenken fort mit den Opfern aus dem Kreis Mittelems. Vielen Dank an den Organisatoren Marsch des Lebens, weil hinter jedem Namen ein Leben steckt. Rosalie Baumgarten aus Lingen, geboren 1860, wurde im Alter von 82 Jahren in Theresienstadt ermordet.
Ino ten Brink aus Lingen, geboren 1932, ermordet 1944 in Auschwitz. Luise Bruchholder aus Lingen, geboren 1880, nach 1944 ermordet in Auschwitz. Alfred Kohnen aus Lingen, geboren 1925, nach 1943 in Auschwitz ermordet. Eduard Kohnen aus Lingen, 1923 geboren, nach 1943 in Auschwitz ermordet. Else Kohnen aus Lingen, 1899 geboren, nach 1943 in Auschwitz ermordet. Max Kohnen aus Lingen, 1895 geboren, 1943 im Alter von 48 Jahren in Auschwitz ermordet. Riekchen Erika Henderika Kohnen aus Lingen, 1912 geboren, 1943 im Alter von 31 Jahren in Sobibor in Polen ermordet. Eduard Kohnen aus Lingen, 1923 geboren, 1943 in Auschwitz ermordet. Alfred Kohnen aus Lingen, 1925 geboren, 1943 im Alter von 18 Jahren in Auschwitz ermordet. Bernhard Kohnen aus Lingen, 1932 geboren, 1943 im Alter von 11 Jahren in Auschwitz ermordet. Johanna Delü, geboren in Lingen im Jahr 1880, 1942 in Auschwitz ermordet. Bela de Vries aus Lingen, geboren 1886, nach 1944 in Auschwitz ermordet. Sally de Vries, 1881 in Lingen geboren, 1942 in Buchenwald ermordet. Adolf Fiebelmann aus Lingen, 1900 geboren, nach 1942 in Riga ermordet. Johanna Fiebelmann aus Lingen, 1890 geboren, nach 1942 in Riga ermordet. Lies Vierkenburger aus Lingen, wir wissen nicht, wann er geboren wurde, wir wissen auch nicht, wann er gestorben ist und wo er gestorben ist, aber wir gedenken ihm. Henriette Flathoff, geboren 1866 in Lingen, 1943 in Theresienstadt ermordet. Max Frank aus Lingen, 1879 geboren, nach 1942 in Auschwitz ermordet. Bendix Ludwig Grünberg aus Lingen, 1888 geboren, nach 1941 in Riga ermordet. Gerda Grünberg aus Lingen, 1920 geboren, 1944 im Alter von 24 Jahren in Danzig in Polen ermordet. Marianne Grünberg aus Lingen, 1892 geboren, 1944 in Danzig ermordet. Elsa Hanauer aus Lingen, geboren 1900, nach 1944 in Auschwitz ermordet. Günther Hanauer aus Lingen, 1922 geboren, nach 1942 in Auschwitz ermordet. Heinz Hanauer aus Lingen, 1925 geboren, nach 1942 im Alter von 17 Jahren in Auschwitz ermordet. Kurt Hanauer aus Lingen, 1924 geboren, ebenfalls nach 1942 in Auschwitz ermordet. Sigmund Hanauer aus Lingen, 1896 geboren, 1944 in Auschwitz ermordet. Johanna Hanna Hanauer aus Lingen, 1897 nach 1944 in Auschwitz ermordet. Eduard Hanauer aus Lingen, 1920 geboren, nach 1942 in Auschwitz brutal ermordet. Hermann Hanauer aus Lingen, 1888 geboren,
gestorben nach 1943 in Auschwitz. Max Hanauer aus Lingen, 1894 geboren, ermordet 1944 in Theresienstadt. Siegfried Hanauer aus Lingen, 1892 geboren, nach 1943 in Auschwitz ermordet. Heinz Hanauer aus Lingen, 1925 geboren, 1942 im Alter von 17 Jahren in Auschwitz ermordet. Siegmund Hanauer aus Lingen, 1896 geboren, 1944 in Auschwitz ermordet. Elsa Hanauer aus Lingen, geboren 1900, 1944 in Auschwitz hingerichtet. Gunther Hanauer, Lingen, 1922, geboren 1942 in Auschwitz ermordet. Kurt Hanauer aus Lingen, 1924 geboren, 1942 im Alter von 18 Jahren in Auschwitz ermordet. Günther Hanauer aus Lingen, 1922 geboren, 1942 in Auschwitz ermordet. Hermann Hanauer aus Lingen, 1888 geboren, nach 1943 in Auschwitz ermordet. Rosa Heilbronn aus Lingen, 1901 geboren, nach 1941 in Riga ermordet. Caroline Heilbronn aus Lingen, 1884 geboren, 1942 in Riga ermordet. Wilhelm Heilbronn aus Lingen, 1885 geboren, 1942 in Riga ermordet. Arthur Adolf Herz aus Lingen, 1890 geboren, nach 1943 in Majdanek in Polen hingerichtet. Josef Herz aus Lingen, 1878 geboren, 1943 in Auschwitz ermordet. Janette Holberg Lingen, 1874 geboren, 1944 in Auschwitz ermordet. Dorothea Kaufmann aus Lingen, 1880 geboren, 1944 in Auschwitz ermordet. Sophie Michel aus Lingen, 1883 geboren, 1944 in Auschwitz ermordet. Caroline Ukonski aus Lingen, 1905 geboren, 1943 in Sobibor in Polen ermordet. Elise Unkowski aus Lingen, 1872 geboren, nach 1942 in Treblinka ermordet. Neumann Ukonski aus Lingen, 1874 geboren, nach 1942 in Treblinka ermordet. Wir gedenken den Verstorbenen. Herr Alexander Kraus, Mitglied des Deutschen Bundestages, erinnert an die Opfer des Holocaust aus dem Erzgebirgskreis. Wir gedenken Bertha Ascher, geboren in Annaberg Buchholz, ermordet im Alter von 64 Jahren in Auschwitz. Wir gedenken Mathilde Brandl, geboren 1879 in Annaberg, ermordet am 1. Juli 1943 in Auschwitz. Wir gedenken Hans Nathansson aus Annaberg, geboren 1880, ermordet im Alter von 62 Jahren in Riga. Wir gedenken Samuel Lange aus Annaberg, geboren 1882, gestorben 1943 in Auschwitz. Wir gedenken an Paula Sielmann,
geboren 1883 in Annaberg, ermordet 1942 in Belzice, Polen. Wir gedenken an Regina Markus, geboren 1884 in Annaberg, ermordet 1942 in Auschwitz. Wir gedenken an Erna Bertha Herzstein, geboren 1884 in Annaberg, ermordet 1943 in Sobibor. Wir gedenken an Richard Polles, geboren in Geyer 1884, ermordet 1940 in Sachsenhausen. Wir gedenken an Elsa Ruth Ruschin aus Annaberg, geboren 1886, ermordet in Auschwitz. Wir gedenken an Rosa Alma Jakobson, geboren 1886 in Annaberg, ermordet 1942 in Piaski. Wir gedenken an Hertha Margot Jost, geboren 1887 in Annaberg, ermordet 1942 im Alter von 54 Jahren in Lodz. Wir gedenken Frieda Luise Graz aus Annaberg, geboren 1889, ermordet 1943 in Auschwitz. Wir gedenken an Olga Meseritz, geboren 1890 in Annaberg, ermordet im Alter von 51 Jahren in Riga, Lettland. Wir gedenken an Hermann Wolf, geboren 1890 in Annaberg, ermordet im Alter von 51 Jahren in Theresienstadt. Wir gedenken an Henry Heinrich Polles, geboren 1890 in Geyer, ermordet 1945 in Neuengamme. Wir gedenken an Milda Salinger, geboren 1890 in Annaberg, ermordet 1943 in Auschwitz. Wir gedenken an Hedwig Helene Rosenstein, geboren in Buchholz 1892, ermordet im Alter von 52 Jahren in Lodz. Wir gedenken an Fritz Alfred Martin Büchler, geboren 1893 in Annaberg, ermordet 1944 in Buchenwald. Wir gedenken an Silly Jensen, geboren in Buchholz 1894, ermordet 1943 in Auschwitz. Wir gedenken an Paul Philipp Neumark, geboren in Annaberg, ermordet 1943 in Auschwitz. Wir gedenken an Hanna Hannelore Büchler, geboren 1896 in Annaberg, ermordet 1943 in Auschwitz. Wir erinnern an Ruth Margarete Karger, geboren 1900 in Annaberg, ermordet 1943 in Auschwitz. Wir gedenken an Hanna Abel, geboren 1901 in Annaberg, ermordet 1942 in Belzice. Wir gedenken an Ernst Wolf Karger, geboren 1903 in Annaberg, ermordet 1943 in Auschwitz. Wir erinnern an Lilli Marie Sternberg, geboren 1919 in Oberwiesenthal, ermordet im Alter von 23 Jahren in Auschwitz. Wir erinnern an Anni Dorothea Richter, geboren 1919 in Annaberg, ermordet im Alter von 23 Jahren 1943 in Auschwitz.
Und wir gedenken an Johannes Behrendt, geboren 1920 in Annaberg. Wir gedenken an Harry Herbert Böhm, geboren 1931 in Thum, ermordet im Alter von 9 Jahren in Sonnenstein. Und wir gedenken an Inge Katzmann aus Annaberg, geboren 1933, ermordet im Alter von 10 Jahren in Auschwitz. Frank Pfeiffer setzt das Gedenken an die Opfer des Holocaust fort. Wir gedenken an Eva Adler, geboren 1882 in Mainz, ermordet nach 1942 in Piaski, Polen. Wir gedenken an Hedwig Adler, geboren in Mainz 1870, ermordet 1942 mit 72 Jahren in Theresienstadt. Wir gedenken an Josef Adler, geboren 1890 in Mainz, ermordet 1942 in Piaski, Polen. Wir gedenken an Julius Adler, geboren 1892 in Mainz, ermordet nach 1942 in Piaski, Polen. Wir gedenken an Mathilde Adler, geboren in Mainz 1879 und nach 1944 in Auschwitz ermordet. Wir gedenken an Max Adler, 1887 in Mainz geboren, ermordet nach 1942 in Piaski, Polen. Wir gedenken an Selma Adler, geboren 1892 in Mainz, nach 1942 ermordet in Piaski, Polen. Wir gedenken an Thekla Adler, geboren 1890 in Mainz, nach 1942 in Piaski, Polen ermordet. Wir gedenken an Hedwig Adler, geboren 1885 in Mainz, ermordet 1942 mit 57 Jahren in Auschwitz. Wir gedenken an Bertha Adler, geboren 1865 in Mainz, ermordet. Der Zeitpunkt der Ermordung ist unbekannt und auch der Ort, an dem sie ermordet wurde, ist unbekannt. Wir gedenken an Flora Albenberg, geboren 1878 in Mainz, nach 1942 ermordet in Piaski, Polen. Wir gedenken an Albert Alice, geboren 1875 in Mainz, 69 Jahre 1944 ermordet in Theresienstadt. Wir gedenken an Jakob Alexander, 1884 geboren in Mainz, nach 1942 in Treblinka ermordet. Wir gedenken an Minna Alexander, 1885 geboren in Mainz, nach 1942 ermordet in Piaski, Polen. Wir gedenken an Siegfried Alkan, geboren 1858 in Mainz, mit 83 Jahren 1941 ermordet in Mainz. Wir gedenken an Bertha Althoff, geboren 1894 in Mainz und nach 1942 in Treblinka ermordet. Wir gedenken an Jakob Althoff, geboren 1893 in Mainz und nach 1942 in Treblinka ermordet. Wir gedenken auch an Margot Althoff, 1929 in Mainz geboren, nach 1942 ermordet in Treblinka. Wir gedenken an Rolf Althoff, 1931 geboren, nach 1942 ermordet in Treblinka. Wir gedenken an Henriette Arnstein, 1866 in Mainz geboren, mit 77 Jahren
1943 in Theresienstadt ermordet. Wir gedenken an Ruth Bertha Aron, 1930 in Mainz geboren, 1944 mit 14 Jahren in Auschwitz ermordet. Wir gedenken an Mathilde Aumann, 1867 in Mainz geboren und mit 76 Jahren 1943 in Theresienstadt ermordet. Wir gedenken an Benjamin Bachrach, 1880 in Mainz geboren, nach 1942 in Treblinka ermordet. Wir gedenken an Jette Henriette Bachrach, 1852 in Mainz geboren und mit 90 Jahren 1942 in Theresienstadt ermordet. Wir gedenken an Sophie Bachrach, 1877 in Mainz geboren, nach 1942 in Treblinka ermordet. Wir gedenken an Lilly Bär, 1893 in Mainz geboren und mit 50 Jahren 1943 in Sobibor, Polen ermordet. Wir gedenken an Bertha Bamberger, 1869 in Mainz geboren und mit 73 Jahren 1942 in Theresienstadt ermordet. Wir gedenken an Hermann Bär, 1903 geboren in Mainz und nach 1942 in Piaski, Polen ermordet. Wir gedenken an Nathan Bär, 1873 in Mainz geboren und mit 70 Jahren 1943 in Theresienstadt ermordet. Wir gedenken an Rosamunda Rosa Bär, 1879 in Mainz geboren und mit 63 Jahren 1942 in Mainz ermordet. Frau Schubert setzt die Namenlesung fort mit den Opfern aus Berlin. Wir gedenken an Erwin Löffler, geboren am 26.01.1899 in Berlin-Rixdorf, deportiert und ermordet. Wir gedenken an Hildegard Wirth, geboren am 3.09.1906 in Berlin-Rixdorf, deportiert und ermordet. Wir gedenken an Fritz Nathan Radziejewski, geboren am 30.12.1907 in Berlin-Rixdorf, deportiert und ermordet. Wir gedenken an Anneliese Anneliese, Schleswiger, geboren am 3.05.1910 in Berlin-Rixdorf, deportiert und ermordet. Wir gedenken an Bruno Soberski, geboren am 27.10.1884, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken an Gertrud Oster, geboren am 30.05.1885, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken an Margarete Stein, geboren am 18.05.1894, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken an Hans Levy, 13.07.1897 geboren in Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken an Frieda Allmann, geboren am 6.10.1897 Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken an Marie Salabowski, geboren am 18.01.1899 Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken an Blanka Salomon, geboren am 30.01.1899 Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet.
Wir gedenken an Alfred Hermann, geboren am 17.07.1899 in Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken an Helmut Heinrich Finder, geboren am 12.01.1902, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken an Hardy Wiener, geboren am 7.06.1902, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken an Werner Martin Haushoff, geboren am 7.02.1903, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken an Ruth Hilda Wolf, geboren am 7.11.1903, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken an Heinz Moritz Werner Wilde, geboren am 25.02.1905, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken an Helmut Adam, geboren am 1.12.1905, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir denken an Gurt Günther Feilbusch, geboren am 30.12.1905, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Heinz Jacobi, geboren am 1.05.1906, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken an Eva Bloch, geboren am 26.04.1907, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Karl Frank, geboren am 20.08.1907, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Ruth Emmy Emma Glaser, geboren am 17.01.1909, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Fritz Jacobi, geboren am 5.04.1909, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Irene Philipson, geboren am 22.01.1910, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Hans Jakobson, geboren am 2.02.1910, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken an Hans Adolf Silberstein, geboren am 26.04.1910, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Edith Lewin, geboren am 15.02.1911, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Heinz Kohn, geboren am 27.07.1911, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Heinz Kalischer, geboren am 2.08.1912, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Dorothea Jastrow, geboren am 7.02.1913, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Margot Ascher, geboren am 11.02.1913, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Max Egon Hirsch, geboren am 20.02.1913, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Heinz Klüger, geboren am 28.08.1913, Berlin-Schöneberg,
deportiert und ermordet. Wir gedenken Heinz Alfred Lissner, geboren am 12.12.1913 Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Hildegard Baumfeld, geboren am 20.01.1914 Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Günther Wagner, geboren am 23.09.1914 Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Frau Gräf setzt die Lesung der Berliner Opfer fort. Wir gedenken Frau Ursula Gumpel, geboren am 11.09.1915 Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Felix Jaffier, geboren am 30.07.1917 Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Hermann Böhm, geboren am 13.05.1919 Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Winfried Landecker, geboren am 12.12.1919 Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Gunnar Lewin, geboren am 29.03.1925 Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Herrn Manfred Propper, geboren am 12. Juli 1925 Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Siegbert Sally Hirschfeld, geboren am 5. November 1926, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Marion Drieschner, geboren am 18. April 1930, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Herrn Ernst Adolf Gotthelf, geboren am 16. August 1930, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Steffi Frisch, geboren am 5. Juli 1932, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Eva Ruth Wind, geboren am 27. Juli 1932, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Herrn Heinz Wind, geboren am 27. Juli 1932, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Oswald Drieschner, geboren am 18. Februar 1933, Berlin-Schöneberg, deportiert und ermordet. Wir gedenken Gustav Josef Levy, geboren am 15. Juli 1869, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Alfred Simonson, geboren am 6. November 1872, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Siegbert Sternberg, geboren am 18. August 1874, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Max Heimann, geboren am 27. Dezember 1877, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Fanny
Harrison, geboren am 26.12.1878, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Ernst Krieg, geboren am 10. März 1879, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Sarah Dover Klein, geboren am 11. März 1885, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Zadek Samuel Krohn, geboren am 6. Februar 1888, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Gertrud Bernstein, geboren am 16. September 1888, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Siegfried Siegbert Silbermann, geboren am 6. Dezember 1888, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Alfred Rothmann, geboren am 25. Dezember 1888, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Rudi Held, geboren am 13. März 1890, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Gertrud Bloch, geboren am 3. März 1893, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Martha Wolfberg, geboren am 12. Juli 1893, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Theodor Hirschfeld, geboren am 5. November 1894, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Arthur Kuhn, geboren am 19. Februar 1896, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Gerhard Salomon, geboren am 5. August, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Peter Hans Landsberg, geboren am 21. Juni 1915, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Hans Kaplan, geboren am 24. Januar 1920, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Heinz Joachim Köbner, geboren am 11. August 1920, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Felix Rosenbaum, geboren am 10. November 1920, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Heinz Siegbert Levin, geboren am 15. Januar 1923, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Helga Hartmann, geboren am 15. Oktober, Berlin-Spandau, deportiert und ermordet. Wir gedenken Clara Jakobson, geboren am 25. Dezember 1878, Berlin-Steglitz, deportiert und ermordet. Wir gedenken Pauline Hertha Berg, geboren am 6. November 1893, Berlin-Steglitz, deportiert und ermordet. Wir gedenken Samuel Grabe, geboren am 3. April 1918, Berlin-Steglitz, deportiert. Wir gedenken Ursula Weiner, geboren am 31. Oktober 1924, Berlin-Steglitz, deportiert und ermordet. Wir gedenken Marion Wolf, geboren am 3. Januar 1925, Berlin-Steglitz,
deportiert und ermordet. Wir gedenken Erika Ries, geboren am 19. Januar 1925, Berlin-Steglitz, deportiert und ermordet. Wir gedenken Ines Petelson, geboren am 13. Februar 1927, Berlin-Steglitz, deportiert und ermordet. Wir gedenken Margit Fabian, geboren am 3. Februar 1935, Berlin-Steglitz, deportiert und ermordet. Wir gedenken Ursula Schindler, geboren am 9. Dezember 1916, Berlin-Tempelhof, deportiert und ermordet. Wir gedenken Anita Jonas, geboren am 26. Februar 1920, Berlin-Tempelhof, deportiert und ermordet. Wir gedenken Harry Friedrich Philipp, geboren am 24. November 1920, Berlin-Tempelhof, deportiert und ermordet. Wir gedenken Gisela Bernstein, geboren am 31. August 1923, Berlin-Tempelhof, deportiert und ermordet. Ja, du hast nur wir gedenken Siegfried Schachian, geboren am 30. November 1876, Berlin-Tiergarten, deportiert und ermordet. Wir gedenken Erwin Sali Simon, geboren am 23. Oktober 1897, Berlin-Tiergarten, deportiert und ermordet. Wir gedenken Heinz Schollack, geboren am 25. August 1914, Berlin-Tiergarten, ermordet. Wir gedenken Gerda Heimann, geboren am 12. Juli 1916, Berlin-Treptow, deportiert und ermordet. Ich habe auch von der Ärztenliste fälschlicherweise zwei, drei Kinder zu Erwachsenen gemacht. Das ist mir dann hinterher erst aufgefallen. Gerda Levin, geboren am 29.11.1960 in Berlin, deportiert und ermordet. Julius Deutsch, geboren am 18.02.1875 in Berlin-Wedding, deportiert und ermordet. Moritz William Zöllner, geboren am 26.06.1910 in Berlin-Wedding, deportiert und ermordet. Jack Rolf Schmuhl, geboren am 19.08.1925 in Berlin-Wedding, deportiert und ermordet. Thea Pess, geboren am 15.01.1936 in Berlin-Wedding, deportiert und ermordet. Uri Nussbaum, geboren am 2.10.1942 in Berlin-Wedding, deportiert und ermordet. Kurt Julius Kosak, geboren am 14.09.1893 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Berthold Schachmann, geboren am 3.06.1895 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Frieda Schweringer, geboren am 10.09.1895 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Georg Binasch, geboren am 20.08.1897 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Erna Schweriner, geboren am 17.05.1898 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Max Bär, geboren am 27.09.1898 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Erich Binasch, geboren am 7.06.1899 in Berlin-Weißensee,
deportiert und ermordet. Erna Eisenstadt, geboren am 31.10.1901 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Rosa Labrisch, geboren am 14.11.1901 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Irma Levy, geboren am 21.03.1902 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Martin Renze, geboren am 2.01.1903 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Georg Renze, geboren am 2.02.1908 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Hildegard Michelsohn, geboren am 27.06.1909 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Erwin Simon, geboren am 13.07.1909 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Johanna Jerochim, geboren am 7.11.1909 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Ilse Hirschburg, geboren am 11.05.1910 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Heinz Kroner, geboren am 5.01.1911 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Heinz Abraham, geboren am 12.06.1912 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Gerhard Pinkus, geboren am 6.02.1921 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Hermann Kantrowitz, geboren am 9.01.1922 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Ursula Hopp, geboren am 17.03.1923 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Manfred de Vries, geboren am 23.10.1924 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Günther Sänger, geboren am 18.03.1926 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Margit Prinz, geboren am 6.03.1927 in Berlin-Weißensee, deportiert und ermordet. Dora Binasch, geboren am 23.12.1999 in Berlin-Wilmersdorf. Deportiert und ermordet. Ilse Bertha Bittinski, geboren am 9.11.1900 in Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Lilly Marcuse, geboren am 18.12.1903 in Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Evra Abraham, geboren am 23.06.1905 in Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Alfred Gretz, geboren am 13.02.1906 in Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Hansi Alexander, geboren am 20.06.1907 in Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Stefanie Weiß, geboren am 11.06.1910 in Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Günter Wolf Rubenstein, geboren am 7.08.1912 in Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Hella Löwenherz, geboren am 14.10.1914 in Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Peter Jürgen, geboren am 7.12.1914 in Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Johanna Ziegel, geboren am 10.12.1915 in Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Berthe Schapski,
geboren am 8.12.1918 in Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Fritz Erich Hammerstein, geboren am 19.03.1920 in Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Helmut Friedländer, geboren am 9.08.1920 in Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Kurt Baumann, geboren am 18.12.1920 in Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Ruth Epstein, am 1.07.1921 geboren in Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Hannelore Ida Salinger, geboren am 10.01.1922 in Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Ja, nicht. Hier ist es. Da ist es. Aber das gehört nicht, das gehört hier nicht, glaube ich. Gerhard Wiesler, 26.08.1923 in Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Anneliese Wiesler, 26.09.1923 in Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Herbert Hurtig, 22.04.1924, Berlin, Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Alfred Fendler, 13.05.1924, Berlin, Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Hildegard Hilde, Wolf, 15.06.1925, Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Brigitte Lindemann, 9.11.1925, Berlin, Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Harry Fendler, 31.01.1926, Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Leo Krakauer, 24.07.1927, Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Gerd Kohn, 29.12.1932, Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Edgar Hans Bukowzer, 28.09.1933, Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Jutta Ruth, Rosentreter, 17.11.1934, Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Eva Allenstein, 24.04.1937, Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Ruth Kohn, 10.06.1937, Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Danny Schwersens, 23.11.1938, Berlin-Wilmersdorf, deportiert und ermordet. Helmut Kaufmann, 30.07.1926, Berlin-Zellendorf, deportiert und ermordet. Sophie Frenkel, 24.03.1876, Exa, Berlin, deportiert und ermordet. Laura Luize Joachim, 25.03.1878, Ersekjuwa, Berlin, deportiert und ermordet. Betty Brandt, 26.03.1930, geboren in Übach, Pallenberg, im Alter von 12 in Berlin, deportiert und ermordet. Ernst Oppenheimer, 8.03.1869, in Uedem geboren, aus Berlin, deportiert und ermordet. Emilie Löwenthal, 25.10.1873, in Uedem geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Cecilie Lenhardt, 15.06.1889, geboren in Ogala, Slowakei, Berlin, aus Berlin deportiert und ermordet. Ernst Renner, 12.10.1927, in Oederquart, geboren und in Berlin mit 15 deportiert und ermordet. Eduard Renner, 27.09.1929, in Oederquart geboren und mit 13 aus Berlin deportiert und ermordet. Jakob Jobst Hirsch, 14.09.1863, in Ögeln geboren und aus Berlin deportiert und ermordet. Paul Hermann Hirsch, 20.04.1866, in Ögeln geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Caroline Lina Goldschmidt, am 06.01.1879, in Östereiden geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Jette Jenny Metzger, 17.06.1876,
in Östereiden geboren und aus Berlin deportiert und ermordet. Flora Clara Salomon, 9.2.1874 in Österreich geboren und aus Berlin deportiert und ermordet. Adela Adele Lachs, 1.5.1878 in Ülak geboren und aus Berlin deportiert und ermordet. Salomon Josef, 20.3.1888 in Aach geboren und aus Berlin deportiert und ermordet. Emma Josef, 28.1.1890 in Aach geboren und aus Berlin deportiert und ermordet. Fritz Bickert, 2.12.1900 in Aachen geboren und mit 42 Jahren aus Berlin deportiert und ermordet. Martha Albertine Manasse, 23.03.1901 in Aachen geboren und mit 41 Jahren aus Berlin deportiert und ermordet. Oskar Manasse, 23.02.1904 in Aachen geboren und mit 38 Jahren in Berlin deportiert und ermordet. Erika Ganz, 30.07.1911 in Aachen geboren, mit 31 Jahren aus Berlin deportiert und ermordet. Ursula Renate Aaron, am 16.07.1925 in Aachen geboren und mit 17 aus Berlin deportiert und ermordet. Bertha Pent, am 2.08.1887 in Aachen geboren und in Berlin deportiert und ermordet. Erna Loser, am 4.01.1887 in Aachen geboren und aus Berlin deportiert und ermordet. Zilla Hirsch, 6.08.1878 in Aachen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Leopold Breuer, 9.07.1864 in Aachen geboren, Berlin deportiert und ermordet. Bruno Felsenthal, 9.10.1875 in Aachen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Otto Kratz, am 10.07.1876 in Aachen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Else Adele Heiliger, am 13.01.1881 in Aachen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Bella Kopf, 13.05.1880 in Aachen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Hedwig Wischolewski, 14.06.1877 in Aachen geboren, Berlin deportiert und ermordet. Antoinette Toni Hecht, 14.08.1874 in Aachen geboren, Berlin deportiert und ermordet. Hermann Falk, 16.12.1876 auch in Aachen geboren, deportiert aus Berlin und ermordet. Ernst Bromberg, 18.04.1872, in Aachen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Bertha Tuchler, 18.06., Aachen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Luise K. Lewald, 20.12.1877, in Aachen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Louis Wolfsohn, 21.11.1871 geboren, in Aachen, aus Berlin deportiert und ermordet. Max Mordechai Spittel, 21.11.1876 geboren, in Aachen, aus Berlin deportiert und ermordet. Paul Meyer, am 22.02.1881 in Aachen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Anna Tobia Aaron, am 23.09.1864 in Aachen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Dora Theodora Gutkind, am 23.11.1880 in Aachen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet.
Fritz Ostheimer am 24.07.1897 in Aachen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Richard Gottschalk am 24.10.1892 in Aachen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Rosa Kohn, 25.10.1882 in Aachen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Karl Stanislaus, am 25.11.1872 in Aachen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Max Salomon, 26.02.1881 in Aachen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Luise Kohn, am 29.04.1890 in Aachen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Auguste Ehrensberger, am 29.10.1810 in Aachen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Alice Spagat, am 30.08.1878 in Aachen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Heinemann Grünbaum, am 2.08.1865 in Adelsberg geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Jeanette Köhler, am 3.01.1889 in Adelsberg geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Melli Bickel, am 30.06.1886 in Adelsberg geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Martha Borchert, am 19.01.1907 in Adelsdorf geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Paula Maschowski, am 6.04.1891 in Adelsdorf geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Isidor Ellmann, am 2.11.1874 in Adelhorst geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Louis Wolf, am 5.08.1887 in Adelhorst geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Bernhard Wolf, am 12.05.1869 in Adelhorst geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Henriette Hirschfeld, am 18.10.1889 Adelhorst geboren, Berlin deportiert und ermordet. Selma Aaron, am 27.06.1902 aus Adligbriesen, aus Berlin deportiert und ermordet. Adelheid Aaron, am 1.11.1869 in Adligbriesen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Johanna Aaron, am 5.04.1896 in Adligbriesen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Rosalie Amster, am 15.08.1886 in Adligbriesen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Sophie Lehmann, am 17.08.1872 in Adligbriesen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Margarete Sielmann, am 24.03.1901 in Adlig-Liebenau geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Siegfried Friedel Löwenstein, 18.09.1907 in Adlig-Liebenau geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Siegfried Löffler,
am 20.11.1869 in Adlig-Liebenau geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Julius Israel, am 20.04.1877 in Adlig-Rehwalde geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Caroline Lina Schartenberg, am 4.08.1872 in Adorf geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Moritz Markowitz, am 29.08.1876 Adorjan geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Hugo Levi, am 1.11.1883 Afaltrach geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Leupold Feldmar, am 15.06.1869 in Agarza geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Walter Cohen, am 9.03.1909 in Ahaus geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Adolf Gumpert, am 3.11.1886 in Ahaus geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Josef Frankenhaus, am 16.12.1894 in Ahaus geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Hugo Löwenstein, am 29.12.1871 in Ahaus geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Herbert Glasmann, am 22.10.1896 in Ahlbeck geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Ferdinand Sorauer, am 28.10.1873 in Ahlbeck geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Hertha Mannheim, am 31.03.1922 in Alden geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Walter Mannheim, am 4.03.1890 in Alden geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Anselm Heilbrunn, am 6.03.1895 in Ahlem geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Else Winter, am 6.10.1901 in Ahlen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Norbert Spiegel, am 5.12.1893 in Ahlen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Bertha Kaufmann, am 11.07.1887 in Ahlen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Sarah Spiegel, am 25.02.1897 in Ahlen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Martha Spiegel, am 28.11.1895 in Ahlen geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Edgar Levi, am 2.01.1898 in Ahrensburg geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Mali Levi, am 28.09.1868 in Ahrensburg geboren, aus Berlin deportiert und ermordet. Henriette Fraustetter, geboren am 4.2.1870
in Ahrweiler, deportiert und ermordet. Moritz Kohn am 15. April 1864 in Eitzhausen geboren, deportiert und ermordet. Hedwig Gottschalk, geboren am 6. April 1878 in Aachen, deportiert und ermordet. Fanny Gottschalk, geboren am 15. März 1864 in Aachen, deportiert und ermordet. Elise Else Gottschalk, geboren am 21.10.1882 in Aachen, deportiert und ermordet. Max Rosenthal, geboren am 25. Januar 1884 in Aachen, deportiert und ermordet. Walter Kahn, geboren am 15. Juni 1922 in Albersweiler, deportiert und ermordet. Norbert Löb, geboren am 22. November 1926 in Albersweiler, deportiert und ermordet. Henrike Ney, geboren am 18. November 1865 in Albisheim, deportiert und ermordet. Jakob Suchasewski, geboren am 18. März 1918 in Alexandrow, deportiert und ermordet. Noah Baruch, geboren am 10. Juni 1875 in Alexandrow, deportiert und ermordet. Selma Suchasiewski, geboren am 24. April 1886 in Alexandrow, deportiert und ermordet. Edmund Eduard Hutterer, geboren am 6. Mai 1883 in Alexanderfeld, deportiert und ermordet. Jakob Löwenthal, geboren am 10. Mai 1884 in Alexandria, deportiert und ermordet. Salomon Zuckermann, geboren am 10. Juli 1874 in Alexandria, deportiert und ermordet. Elias Mandelbrot, geboren am 18. Mai 1885 in Alexandria, deportiert und ermordet. Frieda Rothschild, geboren am 28. August 1887 in Alexandria, deportiert und ermordet. Ita Israelewitsch, geboren am 21. Mai 1886 in Alexandrow, deportiert und ermordet. Erna Kohn, geboren am 7. Juli 1902 in Alexen, Grotfeld, deportiert und ermordet. Bernhard Münzer, geboren am 23. Oktober 1891 in Alexen, Grotfeld, deportiert und ermordet. Ruth Lazarus, geboren am 15. Mai 1910 in Allenburg, deportiert und ermordet. Hans-Dieter Iserski, geboren am 5. Februar 1933 in Allenburg, deportiert und ermordet. Kurt Hoppe, geboren am 16. April 1896 in Allenburg, deportiert und ermordet. Max Woschinski, geboren am 16. Juli 1920 in Allendorf, deportiert und ermordet. Lina Katz, geboren am 27. April 1869 in Allendorf,
deportiert und ermordet. Henriette Henny Kohn, geboren am 1. Mai 1872 in Allendorf, deportiert und ermordet. Arthur Markus, geboren am 11. März 1900, geboren in Allenstein, deportiert und ermordet. Käthe Ries, geboren am 6. Januar 1901 in Allenstein, deportiert und ermordet. Erna Kohn, geboren am 3. Oktober 1901 in Allenstein, deportiert und ermordet. Ella Kessler, geboren am 3. März 1902 in Allenstein, deportiert und ermordet. Rosa Rosel Ruben, geboren am 24. August 1902 in Allenstein, deportiert und ermordet. Helmut Pfeifel, geboren am 30. August 1903 in Allenstein, deportiert und ermordet. Erich Gottschalk, geboren am 23. Dezember 1903 in Allenstein, deportiert und ermordet. Anneliese Elmrich, geboren am 12. Mai 1904 in Allenstein, deportiert und ermordet. Harry Kasper, geboren am 5. September 1905 in Allenstein, deportiert und ermordet. Martin Frankenstein, geboren am 18. Januar 1908 in Allenstein, deportiert und ermordet. Gertraud Grünwald, geboren am 25. November 1908 in Allenstein, deportiert und ermordet. Erwin Bernstein, geboren am 22. Dezember 1910 in Allenstein, deportiert und ermordet. Rudolf Kohn, geboren am 10. August 1911 in Allenstein, deportiert und ermordet. Theresa Julie Hammerschmidt, geboren am 21. April 1913 in Allenstein, deportiert und ermordet. Judith Bütow, geboren am 3. Dezember 1922 in Allenstein, deportiert und ermordet. Ruth Levy, geboren am 16. Juni 1924 in Allenstein, deportiert und ermordet. Heinz Josef Voithaler, geboren am 18. Juni 1924 in Allenstein, deportiert und ermordet. Kurt Wolf Bütow, geboren am 2. August 1924 in Allenstein, deportiert und ermordet. Eva Nawratzki, geboren am 22. Dezember 1924 in Allenstein, deportiert und ermordet. Herbert Levy, geboren am 11. Oktober 1925 in Allenstein, deportiert und ermordet. Heinz Gut, geboren am 2. Dezember 1925 in Allenstein, deportiert und ermordet. Helmut Nawratzki, geboren am 18. Mai 1926 in Allenstein, deportiert und ermordet. Siegbert Siegfried Voithaler, geboren am 27. August 1926 in Allenstein, deportiert und ermordet. Harry Levy, geboren am 22. Dezember 1926 in Allenstein, deportiert und ermordet. Manfred Hopp,
geboren am 13. Oktober 1927 in Allenstein, deportiert und ermordet. Eva Bütow, geboren am 7. Dezember 1928 in Allenstein, deportiert und ermordet. Ruth Ladendorf, geboren am 17. April 1929 in Allenstein, deportiert und ermordet. Arno Levi, geboren am 2. Juni 1930 in Allenstein, deportiert und ermordet. Heinz Levi, geboren am 3. Januar 1932 in Allenstein, deportiert und ermordet. Ingeborg Elfriede Keilson, geboren am 28.07.1933 in Allenstein, deportiert und ermordet. Jutta Ladendorf, geboren am 10. Juli 1934 in Allenstein, deportiert und ermordet. Felix Hernberg, geboren am 1. Juli 1889 in Allenstein, deportiert und ermordet. Hugo Ruben, geboren am 2.9.1899 in Allenstein, deportiert und ermordet. Johanna Grund, geboren am 3.2.1893 in Allenstein, deportiert und ermordet. Siegfried Lehmann, geboren am 3.4.1889 in Allenstein, deportiert und ermordet. Hedwig Juliusburger, geboren am 3.9.1897 in Allenstein, deportiert und ermordet. Rosa Rosel Hirsch, geboren am 4.4.1879 in Allenstein, deportiert und ermordet. Frieda Kohn, geboren am 4.6.1884 in Allenstein, deportiert und ermordet. Else Raphaelssohn, geboren am 4.6.1894 in Allenstein, deportiert und ermordet. Max Meusche-Bütow, geboren am 4.7.1890 in Allenstein, deportiert und ermordet. Rosa Malikson, geboren am 4.9.1897 in Allenstein, deportiert und ermordet. Hubert Grau, geboren am 5.3.1889 in Allenstein, deportiert und ermordet. Hertha Rubin, geboren am 6.3.1897 in Allenstein, deportiert und ermordet. Otto Ladendorf, geboren am 6.4.1890 in Allenstein, deportiert und ermordet. Paul Pinkus Lewald, geboren am 6.6.1878 in Allenstein, deportiert und ermordet. Grete Pinkus, geboren am 10.2.1893 in Allenstein, deportiert und ermordet. Gertrud Frenkel, geboren am 10.2.1879 in Allenstein, deportiert und ermordet. Hugo Raphaelssohn, geboren am 11.02.1884 in Allenstein, deportiert und ermordet. Margarete Markus, geboren am 11.02.1899 in Allenstein, deportiert und ermordet. Erna Schuftan, geboren am 11.11.1890 in Allenstein, deportiert und ermordet. Grete Becker, geboren am 12.01.1869 in Allenstein, deportiert und ermordet. Hanna Kaminski, geboren am 12.02.1892 in Allenstein, deportiert und ermordet. Meta Löwenthal,
geboren am 13.03.1891 in Allenstein, deportiert und ermordet. Max Voithaler, geboren am 15.12.1879 in Allenstein, deportiert und ermordet. Cäzilie Groß, geboren am 16.07.1889 in Allenstein, deportiert und ermordet. Max Levy, geboren am 16.08.1893 in Allenstein, deportiert und ermordet. Erich Frankenstein, geboren am 17.04.1890 in Allenstein, deportiert und ermordet. Bruno Frankenstein, geboren am 17.05.1879 in Allenstein, deportiert und ermordet. Lisbeth Schuftan, geboren am 17.06.1897 in Allenstein, deportiert und ermordet. Hedwig Jaroslawski, geboren am 17.12.1864 in Allenstein, deportiert und ermordet. Rika Friederike Grumach, geboren am 17.12.1865 in Allenstein, deportiert und ermordet. Betty Lachmann, geboren am 18.08.1889 in Allenstein, deportiert und ermordet. Martha Bertram Bertron, geboren am 18.11.1879 in Allenstein, deportiert und ermordet. Minna Schüler, geboren am 21.02.1878 in Allenstein, deportiert und ermordet. Georg Lewald, geboren am 23.02.1875 in Allenstein, deportiert und ermordet. Henriette Schlesinger, geboren am 24.02.1864 in Allenstein, deportiert und ermordet. Doris Dora Glückstein, geboren am 25.02.1873 in Allenstein, deportiert und ermordet. Helene Jacobi, geboren am 27.06.1889 in Allenstein, deportiert und ermordet. Anna Wulff, geboren am 27.11.1880 in Allenstein, deportiert und ermordet. Betty Matthias, geboren am 27.11.1886 in Allenstein, deportiert und ermordet. Edith Fuß, geboren am 27.11.1887 in Allenstein, deportiert und ermordet. Gertrud Falk, geboren am 27.11. in Allenstein, deportiert und ermordet. Meta Katz, geboren am 31.07.1896 in Allenstein, deportiert und ermordet. Amalia Altgenug, geboren am 25.01.1884 in Alpen, deportiert und ermordet. David Seiden, geboren am 2.10.1872 in Alpestes, deportiert und ermordet. Friedrich Gottschow, geboren am 2.08.1889 in Alsens, deportiert und ermordet. Karl Heimann, geboren am 27.07.1881 in Alsens, deportiert und ermordet. Selma Steinberger, geboren am 2.03.1891 in Alsfeld, deportiert und ermordet. Rebecca Franziska Steinberger, geboren am 18.01.1887 in Alsfeld, deportiert und ermordet. Sidonie Gourassa, geboren am 20.08.1886 in Alsfeld, deportiert und ermordet. Hermann Steinberger, geboren am 24.11.1883 in Alsfeld, deportiert und ermordet. Amalie Wolf, geboren am 20.02.1875 in Alzheim, deportiert und ermordet. Erich Rosenberg, geboren am 20.01.1887 in Alsleben am See, deportiert und ermordet. Hedwig Bockheim, geboren am 28.08.1887 in Alsleben am See, deportiert und ermordet. Rosalie Rosa Schein, geboren am 4.08.1888 in Alt-Birun, polnisch Birun, deportiert und ermordet.
Selma Ehrlich, geboren am 7.10.1889 in Alt-Berun, deportiert und ermordet. Leo Wachsner, geboren am 9.12.1883 in Alt-Berun, deportiert und ermordet. Gertrud Salomon, geboren am 22.07.1894 in Berlin, deportiert und ermordet. Erhard Levy, geboren am 22.06.1905 in Alt-Döbern, deportiert und ermordet. Chaya Weilermann, am 5.02.1898 geboren, in Alt-Dubkowski, deportiert und ermordet. Siegfried Prinitzka, geboren am 15.07.1881 in Alt-Dupine, deportiert und ermordet. David Zellermeier, geboren am 5.02.1884 in Alt-Fratzauz, deportiert und ermordet. Hedwig Ehrlich, geboren am 4.05.1884 in Alt-Garbe, deportiert und ermordet. Clara Levin, geboren am 21.02.1867 in Alt-Glienicke, deportiert und ermordet. Ellie Rosalie Bamberger, geboren am 11.05.1887 in Alt-Gollum, deportiert und ermordet. Gertrud Ehrlich, geboren am 26.02.1890 in Alt-Glaubau, deportiert und ermordet. Hulda Sommerfeld, geboren am 21.05.1881 in Alt-Gurkowsbruch, deportiert und ermordet. Siegfried Stanislavski, geboren am 22.10.1928 in Alt-Jugelow, deportiert und ermordet. Emily Abraham, geboren am 2.12.1871 in Alt-Karbe, deportiert und ermordet. Martha Abraham, geboren am 8.11.1869 in Alt-Karbe, deportiert und ermordet. Flora Führer-Trendler, geboren am 11.07.1899 in Alt-Karbe, deportiert und ermordet. Max Levy, geboren am 13.10.1885 in Alt-Karbe, deportiert und ermordet. Regina Reha Cohen, geboren am 15.07.1880 in Alt-Karbe, deportiert und ermordet. Heinrich Heimann Pagelsohn, geboren am 17.01.1864 in Alt-Karbe, deportiert und ermordet. Max Kohn, geboren am 23.03.1882 in Alt-Karbe, deportiert und ermordet. Lydia Littmann, geboren am 26.04.1887 in Alt-Karbe, deportiert und ermordet. Bertha Baruch, geboren am 25.02.1897 in Alt-Kirchau, deportiert und ermordet. Frieda Meiersohn, geboren am 26.02.1884, deportiert und ermordet. Johanna Meiersohn, geboren am 30.09.1885 in Alt-Kirchau, deportiert und ermordet. Erwin Stein, geboren am 31.03.1894 in Alt-Kirchau, deportiert und ermordet. Ruth Seefeld, geboren am 15.05.1904 in Alt-Kollwitzkow, deportiert und ermordet. Johanna Rosen, geboren am 22.08.1919 in Alt-Kollwitzkow, deportiert und ermordet.
Vielen Dank. Es wird jetzt eine kleine Änderung geben. Wir werden um 17 Uhr am Denkmal für die ermordeten Juden mit unserem Marsch des Lebens beginnen. Darauf möchte ich hier hinweisen und herzlich dazu einladen. Die Namenslesung hier wird fortgesetzt, bis wir mit dem Marsch des Lebens hier wieder eintreffen. Wir müssen nur ein bisschen umbauen, weil hier noch ein Soundcheck stattfindet. Aber ganz herzliche Einladung, um 17 Uhr am Denkmal für die ermordeten Juden dabei zu sein.